So, ich nehme jetzt Genau. mal auf. Hallo, Barclay und Stereo hier. Ja, wunderbar. Gucken wir mal. Muss man ja ausnutzen, wenn man mal Ja, wieder klar. Zeit hat, ein bisschen Genau, wenn man Content zu schon hier bringen. mit 4 Leuten durch die Gegend gondelt hier, ne? Ja, ihr seid aber auch im Ton mit drauf. Und zwar unter Umständen. Deswegen habe ich nämlich eine Bluetooth hier dran, weil das wird dann ganz kompliziert zwar, aber das wird dann einfach mit ins Mikrofon übertragen. Mal gucken, wie das wird. Oh, geht schon, Das geht schon. Einzige, was ich schade finde, ist, dass deine Stimme dadurch nicht Ja. klar durchkommt. Ja, ihr hört mich ein bisschen schlechter. Das Ja. stimmt. Ja, ich muss ein bisschen so, vielleicht wenn ich so halte. Ah, vielleicht. Bisschen besser müsste so sein, oder? Ja, ist besser Ja, jetzt als ist ein davor. bisschen besser, das stimmt. Nicht so Wie Hall und heißt denn Blechen. der Livestream? Ja, wie heißt denn das? Miami Heritage. Miami Heritage, genau. So, mal schauen, es wird erstmal der Scooter wieder alle Rekorde brechen. Naja, jetzt. Also ich brauche da schon ein paar Versuche. Ja. So. Ein paar brauche ich. Also ich war letzte Woche stolz, dass ich dir zwei Zeiten irgendwo in dieser Welt abgeluchst Aber da war kein Driften dabei. Das war schon mal nicht schlecht. Oh, da läuft einer voll. Seid ihr das? Der läuft voll ins Bild rein. Sehr geil. Ja, genau. Also, da So. sind wir wieder. So, es müsst euch nur einig werden, wer startet. Also ich nehme an, Ja, genau. ich bin Mitfahrer hier Ich so. bin auch Mitfahrer. Okay, Ihr bevor ich streamt, jetzt mal dann sagen, könnt ihr das Touring starten. Car. Also, willkommen, Freunde des gepflegten Rennsports. Wir machen jetzt den Summit. Miami Heritage. Ich dachte, Anni, Next Speed Tour. Ach so, ich muss ja noch meine Teile abholen. Jetzt, So. so ist es. Und zwar kriege ich ja natürlich mit eurer Hilfe Platin. Logisch. Ja, Ganz logisch. klar, Habe ganz ich ja klar. letztens dir schon Ganz gesagt, das klar. ist nicht logisch. Das ist bei dir logisch. Ja, das wird doch schon gucken, dass wir wieder ins Platin rutschen. Aber ihr, also hier gibt es für Platin eine Rundumleucht 50er Jahre Urlaub selten. Mal ehrlich. Das ist ein totaler Müll. Ja, Aber egal. klar. Es geht ja um die Top-Platzierung, um den Spaß an der Sache, gell? Nicht bei eigentlich diese Okay. Kultpunkte unendlich? Geht das immer unendlich weiter oder wie ist das? Ja, nehmt das 9.999. Hat schon Okay. irgendeiner mal, gell? Gut, das bin ich weit von entfernt. Braucht kein Mensch. Also ab irgendwie jetzt 1.000, da gibt es überhaupt keinen Mehrwert. Wirklich, da gibt es nur noch diese Teile, die kann man dann für irgendeinen und mag auch eh schon alle. Also man kann im Profil diese Teile anfordern, alle 10 Punkte, alle 10 Kult-Level. Völlig sinnlos. Eine Frage, ich habe zwei Autos nicht. Den E-Type, oh, den hole ich mir aber, oh, das ist ein geiles Auto. Und den Charger, oh, den Charger habe ich in allen möglichen Kategorien, außer in Touring Car. Hat einer von euch die? Ich habe alle. Ah, Ja. cool. Ich Ja, komm, nicht. dann machen wir gleich eins von denen. Also, Du kannst du genau bekommst Touring dann einen Car oder Leihwagen was und kannst mitfahren. üblich? Ja, ich kaufe mir das sowieso, aber jetzt unpräpariert mache ich meistens mit dem Leihwagen. Kein Problem. Also einer von euch, oder? Ja, Seid ihr Mugen wartet soweit oder schon wollt ihr zum uns zuhören? Starten, glaube ich, ne? Na, die Touring Car und Street Race kann ich ja nicht starten. Ach so, also du hast doch gerade den Jetzt Camaro gekauft, hast gesagt, den Street Race den kannst du Camaro starten. habe ich, den Camaro kann ich starten, ja. Na, dann mach doch. Den habe ich schon. Warum habe ich den? Ist das nicht ein gekauft? Ist das ein Ge ah, ist das ein gekauftes Auto? Den Ja, kann man Den kaufen, ja. Camaro. Ja, den habe ich schon. Den Weißt du hast du es? vielleicht schon Komm, mal los. gewonnen oder so, keine Ahnung, oder Eine gekauft. Summit-Anfrage. Wie geht denn das jetzt? Na, N? Ja, Y drücken genau. und dann A. Ja. Ah, jetzt, ich wollte schon sagen, warum kommt da nichts? Auf NA. Okay. Ach, das ist dieser. Ja, den brauchte man in einem anderen Summit schon mal, ja. Da gab es so Aha. einen Nostalgic-Summit. Ich glaube, der war in Schwarz-Weiß sogar. Habe ich mich Okay. noch aufgeregt, weil ich habe den ganz, ganz golden cool angemalt und nachher war er im Rennen schwarz-weiß, da war so ein Filter drüber. So. Was ich, das ist das Coolste, was ich hier finde, du kannst deine eigene Werbung aufs Auto schreiben. Das finde ich cool. Oh, schon gemacht? Ich Ja, nicht. logisch. Ich drück Nee, die wir brauchen Daumen. nicht links ins Heck rein. Ja, das wird nichts. Boah, das ist ein total schweres Rennen übrigens. Ja. Da Der rutscht müsste Willi sauer rum, hier da musst du echt. langsam drücken. Boah.
da langsam und hier schön über die Brücke drüber langsam. Oh, da kann man vorher abbiegen. Schade. Ja, da muss ich erstmal reinkommen. Also abbiegen. Das war auch in einem Summit, dieses Rennen auch in einem Summit mal total mit einem VW Käfer kann mich dran erinnern, das war ein VW-Rennen. Oh, war das schlimm. Da gibt es irgendwelche Abkürzungen noch, wo man ein bisschen schnippeln kann, aber eigentlich ist da nicht viel zu machen. Oh, Jungs, ihr seid... Abkürzungen, ich bin froh, wenn ich mich nicht verfahre. Ja, ja. Ja, ja, aber wenn, ja, das ist ja das Problem, aber wenn du es einmal hast, dann ist ja kein Problem. Also wenn du einmal weißt, wo die sind. Hier gibt's keine. Oh, der Heckschneider. Dann über die Schanze. Ah ja, da kann man auch übrigens sehr früh abbiegen. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Da muss man hier durchs Tor und oh, guck. Das war das Tor. Und dann nicht, genau, und nicht gegen die, den Pfeil und dann noch viel früher kann man rückwärts fahren. Dann wird's schnell. Und wenn nicht, nicht den Kuchen in den Arsch knallt. Das ist ja auch schön. Oh Mann. Also fürs erste Kennenlernen ist mal wieder ganz gut. Aber das ist wirklich eine schwere Runde. Boah, viel früher abbiegen. Da lang, vor der Stange. Mist, schon wieder. Also fürs erste Kennenlernen. Ich sag, ich finde meinen Fokus, ich liebe meinen Fokus, der ist geil. Der Ding ist kacke. Oh ja. Ja, das ist halt so ein PS-Bot. Wo ist denn der Barclay? Schon so weit weg. Super, Leute, ganz konzentriert, oder? Ja. Wenn der ruhig ist und nicht mehr atmet, dann weißt du Bescheid. Ja, aber jetzt war der Gartenzaun wieder im Weg. Oh, ganz schlimm. Da muss man viel früher rüber. Mist. Ja, ja, ganz schlimm. Also viel früher rüber an der Kurve. Oh Gott, das ist wirklich ein schweres Rennen. Jetzt überholt mich schon der Bot hier. Ist er dich als mich? Oh, ach so. Na, komm. Diesmal, ja, diesmal ohne Pfeiler. Kurve. Hey, ich sehe den Barclay wieder. Das ist schlecht. Kannst du mal kurz stehen bleiben? Nee. Bin froh, ja, bist du jetzt vor mir? Wie kam das? Ich hab grad noch Zeit lang. Hey! Ja, überholen. Achso, ich bin ja auf Zaun hängen geblieben. Oh, der Mugen kommt gar nicht zurecht. Du hast Häuser-Ping-Pong gespielt. Das wäre von der Stange. Ja, ja, der war schlecht. Aber mit der Runde können wir jetzt nicht viel gewinnen. Die müssen wir unten haben, oder? Müssen wir halt nochmal probieren. Ja, müssen wir halt warten, bis die Zeit jetzt rum ist, alle da sind. Und dann kann ja der Mugen nochmal anstatten. Aber kann er schon mal seine Teile, die er bekommen hat, reinstecken? Mensch, Teile kriege. Aber Moment, Mugen, das ist doch ein Street Race. Steck doch alle deine Teile, die du im anderen Auto hast, da mal rein. Einfach mal umswitchen, dann hast du doch gleich ein besseres Auto. Ja. Achso, ja, dann lass es auslaufen, genau, dann aus, nicht gleich wieder neu starten, genau. Also auf weiter dann. Also nee. Kann ich das aus den TVR oder genau, was also du, wenn du jetzt rauskommst, bist du jetzt, pass auf, bist du ja jetzt in dem Live-Summit-Menü. Und da bleibst du einfach drin, nicht rausgehen, du drückst jetzt einfach die rechte Menütaste, dann kommst du in deine Fahrzeuge und jetzt gehst du auf dein TVR. Wenn du da bist, drückst du den rechten Stick rein. Unten steht nämlich, übergib alle angebrachten Teile an ein anderes Fahrzeug. Einmal drücken. Dann gehst du auf diese Schüssel hier und drückst nochmal. Und dann hat er alle Teile vom TVR in das andere, in dein Auto geschraubt. Ja. Genau. Okay. F10 drücken, ja. Dann ist man im Menü. Jetzt muss ich auch mal gucken, was ich für Teile da verbaut habe. Da fehlt ja hier noch einiges. Oh. Und jetzt kannst du ja mal gucken, ob was vom Loot noch was dabei war gerade, was vielleicht noch sinnvoll ist, nochmal einzubauen. Nee, das war das. Nee, ich habe ja alles schon. Nichts Gescheites. Ja. Nee. Oh, ich habe hier... 200 das ist ja ganz schön. Also hier war es nicht. Hier war es nicht. Wo habe ich denn jetzt die ganzen Dinger her? Ich muss auch mal suchen, kurz. Das ist so ungeschickt. So.
Jawohl. Jetzt hat meiner zumindest die Cloud-Me-Up-Werbung wieder auf den Türen, so wie sein muss. Ah, hast du mal schnell umdesignt hier. Ja, ich habe da Zeit gehabt. Ja, schön. So, und der braucht natürlich wobei, halt. Wobei bei dem Rennen, also jetzt mal der Nitro-Booster, Nitro-Mischer, ja. Bonus-Heft, also der, ich habe den hier jetzt auch drin, aber den muss man nicht aufmaxen und gar nichts, weil das nützt in dem Rennen eigentlich gar nichts. Da muss man eigentlich ran und an die Profi-Einstellungen und hier ein bisschen was rummodeln. Und zwar mache ich immer ganz gern den Radsturz vorne ganz weg. Ich probiere es mal. Und die Stabilisatoren ganz rein. Ja. Und dann probiere ich mal, wie das wird. Weil da ist relativ viel Kurvenfahrt dabei. Okay, also aber das ist Geschmackssache. Wenn ihr soweit seid, dann halt einfach mal, genau, schön. Du sagst, da kommt wieder eine Einladung. Aktivitäten. Aber ich muss dann trotz. Nee, ich kann dann auf B. Ja. So, nochmal. Boah, ich spüre eine leichte Verbesserung. Wo ist die Einladung? Da ist sie doch da. Ja, ist gekommen. Jetzt kommt's. Ich habe N gedrückt. Hä? Und dann ja, ja, ich habe schon ja. Ja, ja, alles gut. Ach, du spielst mit der Tastatur? Auch teilweise. Ich wechsle da immer ein bisschen zwischendrin. Ich habe meinen Controller auch da und angeschlossen. Aber das ist ja das Coole. Ich kann hier... fliegen tue ich zum Beispiel überhaupt nicht mit Tastatur. Das geht kaum. Das geht eigentlich nur mit dem Controller. Wie man ja wie wir letztens gelernt haben, kannst du ja beim Controller Gas geben und mit WASD lenken. Boah, ja, das ist ja dein Motor. Wahnsinn eigentlich, dass das super lass geht. Uns siegen. Bitte nicht in mein Heck fahren. Aber ihr seht, es reicht besser. Ich schleudere nicht mehr so. Ich hab mir jetzt einmal vorhin tiefer gelegt. Okay. Ob das was bringt, keine Ahnung. Ja, am meisten bringt das mit den Stabilisatoren. Oh ja, da geht die Kurve rum, okay. Ihr Anbremsen. Rein damit. Ja, ich schleudere nicht mehr zum Schluss beim Rausbeschleunigen. Vielleicht besser. Da noch. Jetzt habe ich die Kurve falsch interpretiert. Opa, da ist spannend hier. Upsala, das war die Kurve. Mich abgedrängt. Hä? Ich konnte nicht weiter links, da war der Mauer. Ich muss dann nach rechts, links. Oh, oh nein! Was macht denn dieser scheiß Pfosten hier? Ich wollte dich doch um die Kurve drücken, Mugen. Ich hab's versucht. Ja, du kannst unter diesem Bau, ich weiß nicht, was das ist, Parkgarage, kannst du irgendwie komplett rechts unter der Garage irgendwie bleiben. Oh. Jetzt bin ich ja echt kacke hier gerade. Vorhin lief es so gut. Jetzt habe ich auch einen Weg gefunden, ihr müsst gleich vor der Brücke, wisst ihr wo, ganz zweite Kurve oder so, richtig Schlüsselstelle, vor der Brücke müsst ihr innerhalb auf der rechten Seite von dem Pfosten durch. Ja. Dann kommt er direkt auf die Brücke zu. Oh, das war blöd, Mist, zu übereifrig. Bitte nie berostet nicht, habe ich gerade hingekriegt. Wunderbar, ist doch schön. Ist so holprig, da bremst du gar nicht. Oh, das war zu schlimm. Da bremst du nicht. Ah, ich sehe den Scooter wieder. Ja, das ist. Mal dran. Das ist schlecht. Ja, der kommt auf die Perspektive drauf an. Ah, guck mal da. Meine Hand nicht. Jetzt hast du mich wahrscheinlich. Ja. Zwei solche Fehler kannst du nicht erlauben. Zwei solche Fehler.
Aber du musst halt gucken, dass du eine perfekte Runde hinkriegst. Zwei perfekte Runden hinkriegst. Aber die war schon wesentlich besser wie vorhin. Boom. Was schön ist, also die Rechnung schicke ich dir jetzt. Das geht ja gar nicht. Wie ist bei uns so also schön in der Schweiz? Liebe Mobiliar, als ich neulich mit meinem Auto spazieren gefahren bin, kam da so ein Verrückter und hat mir die Karre zerdellt. Nee, da kommt der Mercedes angefahren. Wie habe ich das jetzt hingekriegt, dass ich in die falsche Richtung fahre? Warum wird mir falsche Richtung angezeigt? Dann hast du einen verpasst. Checkpoint verpasst, ja. Aber ich finde es ja cool, der Barclay hat dieselbe Motorhaube wie ich. Was? Ach, zerbeult. Nicht verbeult, mit dem Luftfilteraufsatz. Das hast du auch nicht nehmen lassen. Das bin ich, das ist der Cisco. Ich bin das. Achso, ich habe doch nichts gemacht noch, das ist der Dings, ja. Du musst doch nur die Fahrzeugwerbung anschauen, sag ich. Das steht da drauf, ja, bei Barclay steht das auch drauf, die Fahrzeugwerbung. Ich bin Barclay. Warte, ich bin jetzt, mach doch mal hin, dann zeig mir die Werbung. Hier. Laut mir ab. So, du hast das für alle Fahrzeuge erstmal gebastelt. Genau. Und kannst die auch recyceln. Ja, wisst ihr was? Ich habe auch so eine. Pass auf. Das dauert aber zwar ein wenig, bis man das mal irgendwie hingekriegt hat, dass das irgendwie optisch ein bisschen schön ausschaut, aber wenn du das mal hast, dann hast du es, ne? Warte mal, bleib mal da stehen. Ich komme nämlich wieder. Du kannst ja hier bei Verzierungen meine aussuchen. Nee, die ist nicht da. In der Kategorie habe ich die nicht. Die Verzierungen sind klassenbezogen. Wenn du was für Street Race gebastelt hast, ist das nicht für Fahrzeuge. Sind ich habe eine für Rally Cars. Also für die nicht Rally, doch Rally Race. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Wie du deine Simpsons... Wie du die nicht Simpsons, wie ist die Futurama, du sie nachgebastelt hast, das würde ich ja gern sehen. Ja. Das könnte ich, ja, aber man kann ja nichts hochladen, oder? Ne, also nicht das Wüste. Ja, das wär aber noch das Beste, wenn man irgendwie eine SVG-Datei oder eine Vektorgrafik hochladen könnte. Das wäre natürlich schon cool, das habe ich. Ja, das wäre schon nice, aber ja, geht leider nicht. Ne? Ich meine, ich habe ewig gebraucht, um das Stadia-Logo nachzubasteln, dass es einigermaßen hübsch ausgeschaut hat. Ja, muss mal schauen, schaut doch klasse aus, oder? Ist doch schön geworden. Jo. Was fahren wir? Das nächste. Ein Touring-Car mache ich gerade. Habt ihr die ersten drei schon gemacht? Touring-Car. Ja, diesen Charger habe ich mir gerade gekauft. Hast du, okay, dann modst du erstmal umrüsten. Oh ja. Steck die Teile von einem anderen Touring Car, falls du eins hast, da wieder rein, dass es ein bisschen aufgemotzt ist. der NPC will uns überholen hier, weil wir stehen auf allen drei Spuren. Das ist ja echt cool. Der würde wirklich vorbei. Richtig akkurat. Schön um uns rumfahren. Echt cool. Also, habt ihr die ersten drei schon gemacht, die normalen? Ja, aber wir können auch nachher nochmal fahren, das ist ja egal. Ja, aber das ist langweilig zu dritt oder zu viert, wenn wir diese Punktebrecher-Sachen machen. Ja, das stimmt allerdings. Also beim Slalom geht es sowieso bloß darum, ich mache das wahrscheinlich auch mit einem, ich weiß nicht, ob ich einen Touring-Car habe, mit Punktebrecher. Dann gibt es auch wieder doppelte Punkte. Sowas haben wir alle nicht. ja, aber Radarschale habt ihr eh, da habt ihr das Drag Race Car mit einem. Dann vielleicht muss man doch das mal probieren, ob man da diesen Windschatten-Bonus maximieren. Jetzt haben wir mal halt den. Ja, aber das Drag Race hier, da brauchst du keinen Windschatten. Die Strecke ist so kurz, da nützt der kein Windschatten was. Aha, warte, dann darf ich mir die. Ich habe eine Einladung versandt. Okay, Entschuldigung. Okay, müsst ihr nicht annehmen. Ach, wir fahren doch jetzt Touring Car. Ich hoffe, du hast die Touring Car Einladung angenommen. Das hab ich. Die ging an mir vorbei gerade. Entschuldigung. Die ging an mir vorbei. Gehen wir mal kurz raus, weil da kann ich die Karre noch finden. Da habe ich ja nichts dagegen. Da steht auch einer. Dann nochmal kurz abbrechen, okay. Ah ja. Weil die Strecke ist doch relativ lang. Da steht im Joe X Gerl, also ein Deutscher. Also ich konnte jetzt nicht raus, der startet bei mir jetzt. Ja, im Rennen musst du jetzt einfach abbrechen. Einfach rechts Y drücken und dann zurück zum Summit. Los!
Oder halt das ausgestiegen. Ich bin eh mit dir rausgegangen. Genau. Okay. So. Wir haben nichts zu melden. Also wenn ich was aussuche und Borke sagt, nee, will ich nicht, dann... Jungs und Mädels, ihr wisst aber schon, dass man von der anderen Richtung fahren muss, durch die Radarfalle. Nee, wieso? Also, die geht... Da müsst ihr euch die andere Strecke raussuchen, die länger ist natürlich. Aha. Okay. Gut, ich werde also akzeptieren, wenn mich einer herausfordert. Okay, dann Mugen, lad ein. Jawohl. Bin voll bereit. Okay, da kommt was. Anfahre N. Akzeptieren. So. Ja, ist also, leider bei mir nicht voll aufgelevelt, aber das ist geil. Da steht eine. Ach, witzigerweise. Da steht jetzt eine 1 an der Backe. Okay. Ich habe den gebastelt mit einer 0-1 an der Backe und in Orange natürlich. Weißt du welcher? Ach so. Der General Lee von Wesen, das früher die Sendung. Duke kommt selten allein. Nein, Duke kommt selten allein, genau. Aber ich habe natürlich keine General Lee-Fahne aufgepasst. Das hier gewinnst du in Das ist ein bisschen zu, so, sagen wir mal, amerikanisch-konservativ. Ich habe das nur wegen der Cousine von denen geschaut. Oh ja. Nur von den neuen Teilen. Oder? Ich rede vom alten. Ach so. Die neuen fand ich, naja, was der neue war. Ja, neu. Oh je. Okay, hier muss man einen Weg finden, wie man schnell durch diese S-Kurven kommt. Oh, ich bin natürlich nicht schnell durch. Okay, und hier ist eine Haarnadelkurve. Oh. Oh, nicht zu driften, irgendwie versuchen. Ich weiß ja nicht, was meiner da hinten auf dem Kofferraum drauf hat, aber schaut irgendwie aus wie Boxen. Ja, ja, was ist das genau? Auspuff? So Bockpfann. Ja, Bockpfann. Hat bestimmt irgendein Chinese gebastelt, das Ding. Oh, angestoßen. Nicht gut. So, jetzt weiß ich auch noch, wie das um ihre Pfann fährt. Also hier durch. Hier durch, oh nein, da muss man ein bisschen früher vom Gas. Oh Mist, ganz schlecht. Also die S-Kurve ist die Schlüsselstelle, glaube ich. So ein bisschen. Oh, nicht so driften, bitte. Das ist der Vorteil bei der Formel 1, da hast du irgendwie 20 Strecken und man kennst du auswendig. Aber hier hat es viel zu viel. Ja, zu viele Strecken, aber die kommen schon immer wieder. Und die kennst du dann auch. Also ich kenne die von gerade eben, die kannte ich ja auch gut. Die kommt immer wieder. So viele sind es gar nicht, wenn man es genau rechnet. Die wird mich noch nie gefahren, muss ich auch dazu sagen. Boah, in die Pump. Aber was ist denn das? Ich glaube, beim Barclay, der Barclay fährt, als wenn die Peitschen seiner Herren hinter ihm wären. Ich brauche ja eine Zeit hier, eine anständige für mich. Ich habe das Gefühl, also, ich hätte hier einmal durchgereicht. Ich weiß jetzt, wie es durch diese Schlüsselstelle durchgeht. Da darf man nicht Vollgas durchfahren, auf gar keinen Fall. 92% und ihr seid schon fertig. Ja, sowas. Oh, nicht so driften. Das musste sein, Barclay. Ja, denke ich mir. Voll reinhalten hier. Cool schauen, die kann schon aus, aber fahren scheiße. Ja. Ich finde den Spoiler und die Wokpfannen hässlich. Das ist dieser Alpha schlimmer. Also der lag schön eigentlich. Ja, echt? Ja. Wäre im grünen Bereich gelandet. Wenn ich noch mal Fahrer bin, ich bestimmt Erster. Ja, dann komm, fahren wir noch mal. Dafür müssen sie erst die Wokpfannen weg. Ne? Mach ich jetzt noch schnell. Hau mal die Teile rein, die du gerade bekommen hast. Ich habe alles schon. Hast du alles schon? Ach, du bist voll. Nee, voll nicht. Ich kann noch mal gucken. Was brauchst du denn noch? Oh,
Ach, ich bin, wie gesagt, bei mir sind auch, also von perfekten Teilen bin ich weit weg. Ich bin bei einer 305 von 320. Machen wir das E-Type Series One Coupé Street Race Rennen. Ja. Oder? Also, Barclay, lad du ein, weil. Was für ein Ding machen wir? Nee, ich wollte nochmal Touring Car. Ja, eben, sag doch. Wir machen nochmal Touring Car. Ne? Wenn er ja, ready Zeit sagt, also. Bescheid, dann drücke ich drauf. Bin dabei. Ich habe ja nichts zum Modden. Ah, der Mugen hat eingeladen. Okay, passt. Dann drücken wir da und nehmen teil. So, jetzt musst du gewinnen, ne? Weil du hast gerade große Fresse gehabt, Mugen. Stimmt. Ich probiere es wieder mit dem alten Trick. Wenn ich nochmal fahre, dann gewinne ich. Ja, finde ich gespannt. Aber schon allein, weil ich die Farbe vom Auto nicht ändern kann, will ich es unbedingt kaufen. Das ist schon mal so. Ich weiß keine Ahnung, ich kann nicht mit der Streckenfarbe umfahren, das liegt mir nicht. Was kosten die denn für den? Also ich brauche ja nur zwei, die sind wahrscheinlich recht günstig, oder? In dem Fall. Was? Ja, ich glaube nicht, dass das ein paar Millionen kostet, sondern nur wenige. Das komplette Bundle kostet 1,8. Ah ja, haben wir doch gleich. Nee, hätte ich jetzt mal kurz nicht flüssig, unbedingt. Jetzt habe ich eine. Aber, ich rutsch hier rum. Geh doch mal bitte da zur Seite. Danke. Will mich von meinen Crewmitgliedern rumgeschubst. Oh, ich bin ganz vorsichtig vorbeigefahren. Aber wenn der einlenkt, der rutscht ja nur durch die Gegend. Dann verliert man, glaube ich, jeden Speed. Ja, also, oh, danke. Jetzt verliere ich sowieso jeden Speed. Aber das ist Gott sei Dank, ich bin so gewohnt gewesen von dem Spiel, da spielt es ja überhaupt keine Rolle, ob du jetzt irgendwo hinfährst oder nicht. Das, also für die Fahrzeugphysik nachher. Und wo ich dann einmal, glaube ich, wo habe ich mitgespielt bei euch bei Formel 1, die erste Kurve sofort Massenkarambolage ausgelöst. Das war schon höchst peinlich, weil ich es halt einfach nicht gewohnt war. Oh, da lang. Das ist wie ein MotoGP, da ging es Formel 1 so spaziert. Hat. Scheint jetzt die Sonne anders, ja. Weil mich da dauernd was blendet. Das war vorher nicht der Fall. Ja, ja. Ich war froh, dass deswegen blendet. Das ist ein Halo-Schein. War vorher auch nass. Irgendwie sehe ich jetzt weniger wie vorher. Oh Mann. Was ich nicht verstehe, hat jetzt das Wetter irgendwelchen Einfluss auf das Fahrverhalten? Nein. Nee, leider nicht. Nee, gar nicht. Auch nicht Schnee. Gar nichts. Schnee ist nur das Schlimmste optisch wirklich, weil. Ja, weil du halt. Nichts mehr siehst. Also du siehst doch die Streckenbegrenzung ja gar nicht mehr. Auch besonders wenn du Street Race oder sowas machst. Das hasse ich ja. Oh ja. Was ich hoffe, ist, dass Need for Speed noch kommt, weil das geht auch so ein bisschen in die Richtung und man muss sagen, macht da recht Spaß. Ich glaube, der Mugen will jetzt wirklich gewinnen, ne? Ja, hat er auch. Tatsächlich. Mit Ansage. Lag das nur an den Trailers? Nee, das war, ich bin vor uns halt zu viel an den NPCs in den ersten Kurven hängen geblieben und bin ja dann doch gut nach Barclay rangekommen, nachdem ich an Cisco vorbei bin. Ja. Deswegen. So, also das Auto, mir liegt das Auto. Also, okay. Ja, ja. Aber der driftet doch ziemlich. Ah, und überhole Pro Racing Gegner ohne anzustoßen. Okay. Hat es gleich irgendein Dings gegeben. Wow. So, sagt die Bestenliste. Okay, okay, okay. Ich war vorher schon. Ah, der Mugen hier, ganz vorne. Sehr gut, sehr gut. Schau an. Die Bestenliste? Ja. Ah ja, in deiner, okay. Also ganz vorne von meinen Freunden, nicht von den Besten der Besten, das ist klar. Das ist sicher. Warst du da nicht dabei? Bei den Besten der Besten? Natürlich bist du da dabei, aber da bist du auf Platz, weiß ich nicht, musst du selber gucken. Du hast 107.000, warte mal, da bist du theoretisch bei... Platz 8. 7, 8, ja, Platz 8, genau. Ja.
Sind aber erst 77 gefahren, mussten noch warten. Es fahren ungefähr 1100. Oh, Platz 8 von 77, okay, jetzt verstehe ich. Ja. Das, okay, von der Runde an sich könnt ihr auch nachgucken. Ja. Das ist eigentlich so eher die Referenz. Ja. An dem Auto kann man gar nichts verändern, das ist ja kacke, aber ja. So, was nu? Jetzt solltest ja, du was aussuchen. Jetzt will ich ja, was Street Race E-Type. Das ist auch wieder ein geliehenes Fahrzeug dann für mich. Ja, genau, also Street Race E-Type, dann machen wir das mal. Ach, ich weiß, warum das Bundle so teuer ist, weil du diesen komischen Nissan Hypercar dazu kaufen musst. Das ist ja auch in dem Bundle drin. Ja, ja. Den hab ich auch schon. Und Einladung? Der Nissan. Bekommen? Ja. Alle. Dass du da halt so, eben keinen Sound irgendwie kriegst, ist immer so ein bisschen. Ach so, ja, stimmt. So bing wäre nicht schlecht, ja. Ach nee. Könnt ihr mal gleich Y drücken und dann habt ihr eigentlich schon Stream Connect an? Nee. Oder nicht? Noch nicht. Das. Also B drücken. Das raucht sonst ab wieder bei den anderen. Also bei mir zumindest. Die US Speed Tour East. Durch die Straßen von Floridas Magic City. Bei mir ist eher selten. Kommt zwar mal vor, aber relativ selten. Warum fährt er der Orange? Oh, was? Die Vorgabe ist schon vor. Oh je. Der schnell. Der Orange ist die Vorgabe. Und wir haben so alte Knüll und der hat so eine neue. Aber das ist ein geiles Auto. Entschuldigung, falsche Taste. Mein Fehler. Ich wollte Stream Connect ausmachen und habe die falsche Taste gedrückt. Macht nix. Egal. Fahrt ihr mal. Ich mache Folgendes. Ihr fahrt jetzt, genau, und ich kaufe mir kurz die zwei. Okay. Und ich fahre hier mit der Standardschlüssel rum. Ich habe so viele Streetcars, aber nee, ich muss hier den hässlichen Jaguar fahren. Hässlich? Wie? Ja, nein. Schau mal das Ding an hier, komplett zerbeult. Oh, ach so, ja, dafür kenne ich ja nichts, aber der Jaguar E-Type, der ist mal das Geilste. Ich habe mich so gefreut, der Jaguar E-Type war auch bei Watch Dogs Legion als eines der vielen Autos dabei. Den habe ich letztens geklaut dort und bin den gefahren. Da habe ich mich mega gefreut. Also du weißt schon, dass wir live streamen, als ihr vom Fahrzeugklau reden, das ist. In dem Spiel Watch Dogs Legion geklaut. Da völlig legal. In diesem London. Hört das zum guten Ton. Ja, genau. Da muss das sein. Ja, ich brauche wirklich bloß noch viel. Ach, da muss man wirklich viel machen. Tatsächlich. Rockley hat doch bestimmt alles Goldteile, ne? Ja, nee. Garantiert. Hab ich nicht auf. Ich bin froh, wenn ich vor der Vorgabe bleib. Ist die noch bei dir, oder? Ja, die ist da, die holt gerade wieder auf. Ach du Scheiße, okay, du bist ja auch direkt in der Klasse, ja, dann auch gleich auf. Das ist schon da genommen. Es ist nicht mehr weit bis zur Ziellinie. Welcher Fahrer holt den Rekord? Der Barkley ist schon wieder ein Ziel. Ich bin gerade noch bei 79%. Was ist jetzt ein Street Race? Okay, das muss da irgendwo ganz da drüben sein. Jetzt sind bei mir die Fahrzeuge, ja. Jetzt steht wieder ein Schloss dran, jetzt sind sie wieder gesperrt, weil ich doch Ubisoft Plus hatte. Und nicht mehr hast, ja. Ja, und nicht mehr habe. Jaguar E-Type, wo ist er denn jetzt? Boah, Mensch. Ich schaff's sogar noch ins Ziel, ich werd verrückt. Da kommen sie. Ganz zerbeult die Karre. Wer ist denn da gerade angekommen? Jetzt? Meiner ist wieder sauber. Meiner ist wieder entbeult. Ah, entbeult. Ja, stimmt. Sehe ich das. Oh, neuer Rekord habe ich. Sehr gut. Hab mich verbessert. Ja, toll. Jetzt muss ich den kaufen. Warum? Weil ich alles Goldteile gekriegt habe.
Achso, für Street Race. Na, die ist doch für Street Race. Das kannst du für andere Autos aufhören. Du musst den nicht kaufen. Ja, na, aber hier will ich ja auch gerne eine gute Zeit, ne? Also muss ich den kaufen. Dann fahren wir es nochmal und dann haben wir dieselben Karten dann. Ach so, ja, dann gewinnst du wieder, willst du damit sagen. Warte mal, den kaufe ich mir jetzt auch noch. Aber ja, dann kauft mal schnell ein hier. Das Stärkenverhältnis wenigstens. Genau, ein bisschen ausgeglichener, alles klar. Da ist der drin. Ich habe zu viele Street Race Fahrzeuge. Da habe ich auch schon 39 Stück. Da scrollt man sich zu Tode manchmal hier. Oh, wenn es nur 39 wären. Ich habe, glaube ich, 20 mit Goldteilen ausgestattet und weiß nicht mehr, in welches drin war. Ja. Nee, ich habe da meine Favoriten und da habe ich meine zwei Goldsets an. Ja. Ich nicht, na, wo, bei Street Race habe ich ja nicht ein Goldset, fällt mir gerade auf. Da habe ich noch nichts. Da habe ich nur gemischt Warenladen. Oh, der muss grün sein, natürlich. Oh, jetzt können wir das Ding gern nochmal fahren. Alter. Aber hallo. Halt, ah, aber eins fehlt noch, sehe ich gerade. Halt. So, jetzt bin ich bereit. Müssen wir warten, bis der Mugen soweit ist. Ja. Ich kann einladen. Ja. Wenn alle soweit sind. Ja. Ja. Okay. So, ich komme. So, also. Achso, das ist jetzt was anderes. Achso, ja, E-Type. Das Speed Race hier. Die E-Types. Ja. Haben wir doch gerade gesagt. Haben genau, wir alle das ist diese neue Street Race Serie. Genau. So. Zeigt uns der. Die US Speed Tour East. Durch die Straßen von Floridas Magic City. Was halt doof ist, bei mir macht die Kamera jedes Mal einen Sprung, wenn euer Boss durch den Stoßstrahl fährt. Ach so, okay. Hä? Was hab ich denn? Knappes Ding hier, Nase an Nase. Oh, das ist ja lecker. Also, das ist ja witzig mit diesen Ghosts. Wie wenn du bei mir bei Crit nah hinten dran fährst, dann macht das diese Rückkamera auch so einen Sprung nach vorne. Oh, also es kommt nur drauf an, was du für eine Kamera fährst. Ne? Okay. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du auch hinterm Fahrzeug fährst. Ich habe hinterm Fahrzeug, ja. Genau. Ich auch. Ich glaube, Street Race fährt kaum einen mit Kamera im Fahrzeug. Wieder so geschossen da. Der Zombax fährt alles mit Motorhaube. Wow. Ah, es gibt ein Gefühl der Geschwindigkeit, glaube ich, ha? Ja. Ach so, gut mit dabei. Nein, jetzt baue ich hier. Da war ich doch noch nie an den zwei Wänden. Was soll denn die Scheiße? Ich finde die schön. Warte mal auf mich. Jetzt wieder, zumindest einen kriegen. Es ist schon wieder einer an mir vorbeigerauscht, stimmt. Irgendeiner hat hier schon meine Bolle umgefahren. Ja, bei dem langgezogenen Geraden kommt es extrem auf die Teile an. Ich hole die Vorgabe gleich wieder ein. Oh, Mist.
Vorbei am Kontrollpunkt. Gut, vor dem Ziel. Schreibt heute Geschichte. Da kamst du jetzt nur auf den letzten Nitro-Booster, ja, glaube ich. Meiner war leider leer, den habe ich aus der Kurve raus schon weggeschleudert. Aber da kann ich Audio nehmen, guck mal. Und schon sind wir in den 1000er Rängen. Ja, habe ich auch gerade mich verbessert, komischerweise. Gab's mal fette, aber da gibt es jetzt eine ganze Latte Goldteile für mich und für euch wahrscheinlich auch, ja, weil das ist ja beim ersten Mal richtig gewinnen. Da kriegst du ja diese kleine Portion, die da unten verzeichnet ist, ja, haben wir ja abgeholt. Belohnt. Ja, ja. Aber das sind, meiner Ansicht nach, das sind wild durcheinander gewürfelte Teile. Ja, das ist kein Set, ja, genau. Das ist ja wild gewürfelt. Kein irgendwas Goldenes halt. So ein bisschen zufällig. Da ist eins. Okay, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wir haben doch einen Dachschaden. 1 Million für die komische Karte kann man doch gar nicht leisten. Ja, das ist diese blöde blaue, gell? Ja. Oder dieser Nissan. Oh, das ist immerhin auch ein. Ah. Oh, okay. Bei mir hat es schon mal 3 von 4 sind Nitro. Bonus Goldteile. Gerade erhalten meinst du jetzt? Ja, hier noch Punkte. Punktebrecher. Weg mit dem. Alles weg. Ach, Quatsch, was hab ich denn jetzt gemacht? Hier nochmal Punktebrecher. Hä? Oh, Mugel. Und. Ah ja, okay. Einladung war Absicht? Nee, ja, nee, es war. Nee, ich wollte woanders. Also wieder nicht keine annehmen, okay. Nee, das war, ich wollte eigentlich in das Autoteile-Menü, aber ja, ich mag diese Menüführung nicht hier über ja, diese Dinger. Immer. Teilweise total bespoilert, weil, ja, du kommst da echt, ja, du musst wirklich wissen, wo du hindrückst. Ja. Total kompliziert. Also, was machen wir? Machen wir Hypercar, oder? Ja. Moment. Muss aber einer annehmen, der kann. Ich kann nicht. Ich kann. Bloß mal, wie kam ich jetzt hier aus den Rennen raus? Zurück zum Summit. Genau, so. Zurück zum Summit. Ich habe noch 20 Sekunden. Dann muss ich ganz kurz dieses Hypercar. Wo nehme ich denn die Teile her? Da habe ich den wiederum. Oh Gott. Also, noch nicht einladen, okay, ja. Doch, okay. Also gut. Das ist immer ein Stress mit den Autos, Teile rein, Teile raus. Ne? Ich krieg keine Einladung, andere Crewmitglieder sind im Begriff. Ich habe keine gekriegt. Du hast keine gekriegt? Nein. Okay. Dann muss ich nochmal abbrechen, dann mal immer. Ja, klar. Moment, wenn das dann nicht startet, das können wir in 3 Sekunden dann nochmal raus. Ja. Dann gehen wir rein. Ich muss aber erst abwarten, bis das Rennen beginnt, dann kann ich abbrechen. Ja, was fehlt euch denn allgemein noch? Alles. So, zurück. Komm schon, du kannst das! Ihr habt doch jetzt einige Rennen schon abgeschlossen. Welche fehlen euch denn noch? Hypercar müsste jetzt der letzte sein, ne? Genau. Also für uns Hypercar, ja, genau, das letzte. Ja. So, okay, also ich bin wieder soweit, ich muss könnte klicken. Ja. Ich auf muss bloß diesen Alpha-Mark. Also Drift würde ich gerne nochmal machen, weil ich der Meinung bin, okay, das kann ich besser. Okay. Hast du jetzt eine Einladung schon verschickt, Bock? Nein, ich warte, ob ihr alle ready seid. Stimmt ja, das Alpha Grand Prix ganz oben rechts, das haben wir auch noch nicht. Ja, na doch, das haben wir vor uns gefahren, aber da sind wir nicht ins Ziel gekommen mit diesen Leihautos. Ach so. Ich glaube, das müssen wir kaufen, um das fertig zu kriegen. Um genug, ja, denke ich auch. Weil ich bin nämlich nicht ins Ziel gekommen unter der Zeit und das ist bei mir nämlich auch nicht erledigt. Welches war das? Alpha Grand Prix. Mhm. Ja. Okay. Mit einem Leiharbeiter, ja, mit einem Leihauto schaffst du das nicht. Soll ich einen anklicken oder noch nicht? Ja. Du kannst so einladen. Ja. Okay, also ich schicke. So. Jetzt müsste eine kommen. Ja. Boah, wie machen die das ohne Kommunikation?
Das mal ganz ehrlich, wenn man da nicht telefoniert währenddessen, das ist unglaublich. Es gibt kein Ingame-Chat bei dem ganzen Spiel. Ja. Also das ist schon ein riesen Nachteil. Und die PCler haben ja auch keinen Stream-Connect. Nee. Und wir jetzt auch nicht. Na, wir jetzt gerade auch nicht eben, aber weil bei den anderen zwei rauf zu machen. Oh, die Nässe auf dem Auto sieht gut aus. Das gefällt mir immer so bei der Intro. Warum treten die anderen okay, überhaupt an? Okay, wo müssen wir lang? Oh, das Rennen kenne ich, glaube ich, nicht. Was ist denn das für ein Ding? Boah, ich weiß schon, warum ich damals nicht mit dem Auto gefahren bin. Nicht gerne. Und wird schon wieder durchgereicht. Ja. Da muss ich mir, glaube ich, auch diese Profi-Einstellungen mal... Hey, Wayne. Wer will das? Was? Ja. Warum bist du nach rechts gefahren? Wayne hat mich abgedrängt, als wir hinten ins Auto gefahren. Wow. Welche Richtung? Ach Mensch, wo ist denn da wieder so ein Punkt gewesen? 1 und R1 gleichzeitig gewirkt. Der hat einen Hamilton gemacht. Hat mich einfach am Hinterrad weggedreht. Okay. Können wir nochmal, weil das war nicht der Schuhmacher? Ein kurzes Rennen. Alles gut. Ich habe eh Standardkette, die würden mich ja eh alle einholen dann. Sieht man aber in Cisco, der wird jetzt auch durchgereicht. Ich habe jetzt wieder zwei. Aber ich komme eh nie im Ziel an. Das ist. Bei Barclay wird er zu schnell, ist der alte Angeber. Ja. Ja, aber wenn man alle durchgereicht wird, nützt ja auch nichts. Es muss ja einer ankommen, ne? Diesen 30 Sekunden Vorsprung kannst du ja vor der Linie abbremsen, dass wir noch ein bisschen Luft haben. Ja, ich sehe ja auf der Map, wer hinter mir ist. Aber hinter mir, knapp hinter mir ist schon einer, also da ist nicht viel mit anderen. Ja, das ist aus Scooter. Also, aber der NPC ist ja noch weg. Ich kämpfe gerade gegen deinen Freunden. Ja, Wayne interessiert. Oh, dieses Auto, echt. Das fährt sich ja ganz bescheuert. Also das fährt schlimmer wie das, dieser, was haben wir vor uns gehabt, dieser Charger. Nee, Hemi war das. Ja, ich glaube ja, klar, den Eindruck habe ich wirklich. Weil es ein Nissan ist, glaube ich, haben sie das so geschrieben. Boah. Also es gibt wirklich bei den Hypercars, merkst du es extrem, die Unterschiede zwischen den Fahrzeugtypen. Ich fahre zum Beispiel furchtbar gerne Hypercar, wenn das vier Vierradantriebautos sind. Also ob es jetzt die ganzen Bugattis sind alle Vierrad. Aha, okay. Die fahren sich ganz anders, hervorragend. Der Musielco Lamborghini ist, glaube ich, ein Vierrad. Das sieht man sofort. Und gerade dieses Ding hier, boah, das ist... Ein Baum, versteckt da ein Baum hin. Da ist noch ein Baum. Ach komm. Ja. Ich glaube, bei der Strecke gibt es auch ein paar Abkürzungen, die du nehmen könntest. Ich bin ja froh, wenn ich auf der Strecke bleibe. Ja, das sagt immer der Führende, gell? Das ist so anspruchsvoll hier, so Wahnsinn. Die Kurve geht besser. Weißt du, wo ich hier angefangen habe mit dem Barclay? Ich war 520, ich schau bei mir drauf, Vollgas 360. Achso, du bist jetzt durchs Ziel, okay? Ja, du warst ja hinter mir, da musste ich doch durchs Ziel. Nein! Ja, ich habe davon auch gewartet. Ich habe im Ziel kurz langsam gemacht. Ja, zum Glück habt ihr nicht gewartet, ich bin Vorletzter und der Mugens Letzter. Wir haben noch 35 Sekunden Zeit, noch 10%. Die schafft er doch eh nicht, die 3 Naht vor euch. Ja, aber wir fahren das sowieso nochmal. Da, die sind schon im Ziel. Das fahren wir nochmal. Ja, das schaffen wir uns hier, glaube ich. Ja, da kann man nur kaputt machen. Komm, zieh. Und dann ist sie auch noch so hässlich. Ich bin 40.000 Bucks verdient. Ja, stimmt. Jawohl, Kohle bekommen.
Für das, dass ich 1,8 Millionen zahlen musste, um die Autos zu finanzieren, ist das ja ganz tolles Geschenk. Na, 1,8 kostet es ja, alle Autos hier zu kaufen. Alle. Weil ich hatte keins von den 5, die man braucht. So. Was kostet denn dieser Alpha Mark? Was kostet der denn? Das musst du selber gucken. Bei mir, ich habe ihn ja schon. Bei mir kommt kein Preis mehr. Ich gucke mal, aber ich glaube, das kann mir nicht leisten. Ich 857.000. Ey. Echt? Der Alpha Mark X, das ist doch eigentlich das beste Alpha Grand Prix Auto, oder? Das ist doch der, ne? Ich habe den noch nicht. Den habe ich, glaube ich, auch dann letztens damit gekauft. Kann man den auch auf Pump kaufen? Schade. Wir könnten eine Runde New York fahren. Genau. Eine Dreiviertelstunde, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber dann habt ihr es fast beieinander. Das habe ich nicht. Das glaube ich nicht, weil du darfst nicht von dir ausgehen mit super duper plus Kohle und Reich und Tri und Tralala. Wir haben alle so relativ Standard. Also ach, ja. Da kriegen wir das, was bei New York dabei steht. Mehr gibt's da nicht. Vielleicht ein bisschen mehr. Ihr könnt es leicht verändern. Und zwar könnt ihr ein bisschen die Teile hochschrauben, auf Bugs verdienen. Das bringt wirklich einiges. Und die andere Hälfte ist den Charakter ausstatten mit Punkten. Das auch könnt ihr auch. Ja. Habe ich auch gemacht. Kann ich euch zeigen. Aber wenn ihr es wissen wollt. Warte mal. Ja, wollen wir alle in New York fahren oder eher nicht? Wenn das eine Dreiviertelstunde dauert, das schaffe ich nicht. Das geht eine Dreiviertelstunde. Der Wecker geht 4.30 Uhr. Ja. Wenn ihr mal ganz kurz Stream Connect einschaltet, Y und dann einschalten, dann zeige ich euch das kurz im Character-Menü. Also nicht bei Fahrzeuge, sondern bei dem Fahrer. Und da kann man Kultpunkte vergeben, ist ja klar. Und da könnt ihr natürlich keine 300 vergeben. Ich muss hier auch nochmal 10 vergeben. Keine 300 oder 400. Das gibt, jeder Kultpunkt ist, glaube ich, ein Zehntel Prozent. Ja, genau. Ein Zehntel Prozent. Also ich kriege 40% mehr Geld, wenn ich die Dinger fahre. Aber nichtsdestotrotz, ich habe, wie ihr seht, wirklich alles auf Reich. Ja, ich habe bei Goldfinger nochmal 3 Punkte, ich weiß auch nicht warum. Aber das würde ich euch empfehlen. Alles, was geht, da rein. Aha. Ja, so. Mache ich auch. Genau. Immer da rein. Sollte ich vielleicht mal anfangen, hä? So, ich mach mal Stream Connected aus, weil sonst rauchen wir das Spiel. Ja, das ja. Nicht. So, kommt, starten wir das Alpha-Dings, ist ja wurscht, dann nehmen wir halt das Leih-Alpha-Auto. Hauptsache, wir kriegen noch diese 100.000, das ist wichtig. Oh, ja, alles, ja, das ist schon mal Pflicht. Mugen, was fehlt dir noch? Wie wieder? Was fehlt dir noch? Auch als Alpha-Dings. Ja, na, weil da sind wir ja vor uns gefahren, aber mit dem Leihauto kommst du halt nicht ins Ziel, ne? Ah, okay. Das war vor uns. Ja, aber das Gute hat es ja, das reicht ja. Wir können das zusammen starten, ja, aber wir sind das ja vor uns schon gefahren und du kommst halt nicht mit den Standard-Teilen ins Ziel und dann wird das halt nicht als gefahren gewertet. Achso, also kriegst du diesen 9 von 9 Bonus nicht? Gerade nicht, ne. Wir sind ja das Alpha-Dings vor uns schon gefahren. Aber ich komme halt, egal wie, ich weiß nicht, wie es bei Cisco war, der war ja noch ein bisschen weiter vorne. Ja. Aber er scheint es ja auch nicht in der Zeit geschafft. Dann war ich vielleicht, oder wir waren vielleicht zu schnell vorne, muss ich mal auf die NPCs wegen warten, dass noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, dass ich nicht zu schnell ins Ziel fahre, irgendwie so, diesmal. Mal gucken. Also und das tut er auch, wenn er mitfährt. Ja, okay. Also ich bin immer dem Alpha Mark X gefahren und im letzten Summit habe ich mir den Red Bull RB14 und davor den Red Bull RB, das ist auch der Red Bull RB14. Ah, das ist ja nett, ich dachte, das wäre der 13. Okay, alles klar. Jetzt habe ich 2 Red Bulls in verschiedener Farbe. Na super. Aber gleiche. Na toll. Also, wahrscheinlich dem Alpha Mark 2, oder? Ja, da hat man es aber mitprobieren, ja. Sagen wir mal fertig.
Alpha, Alpha Mark X ist es hier, ne? Genau. Alpha Mark X. Ja, aber wir haben ja diesen anderen, diese andere Karre da irgendwie. Ja. Okay. Normal, Formel Alpha 1. Hier muss man Alpha Mark X. Das ist auch mein Liebling. Mit dem bin ich viel gefahren. Ja. Schon. Den habe ich einfach irgendwann mal. Okay. Das ist das ist das einzige Rennen, das noch fehlt in der Wertung, Mugen und Cisco, oder wie bei genau. euch? Genau. Okay, na dann schauen wir mal, dass wir das fahren. Und was müssen wir werden? Dritter, oder? Müssen wir ja bloß werden. Sehe ich das richtig? Oder müssen wir gewinnen? Wo steht das? Das steht am Anfang, glaube ich, dran. Also, wenn genau. wir Dritter werden müssen, dann könnten wir auch mindestens ein NPC oder zwei vorbeifahren lassen noch. Okay. Um nochmal Zeit zu gewinnen für die anderen beiden, dass die ja. vielleicht ins Ziel kommen. Ich starte mal an. Ja. Naja, 50 Sekunden hinten dran würde der jetzt nicht sein, oder? Oder war das vorhin wirklich Doch, so? Doch, das war ich schon hab, so. Ja, das, wenn einer Wir vorne schon weit gut, weg. gut wegkommt, ja. Okay, 50 Sekunden. Also gut, wir gucken, dass man nicht ganz 50 Sekunden Jetzt habe ich aber den Mark X. Warum hatte ich schon vor uns diese andere Karre gehabt? Ich glaube, wir sind vorhin was anderes gefahren. Ich glaube, das sind wir noch gar nicht gefahren. Wir sind vorhin US-Strecke gefahren. Genau. US-Speed-Tour. Ja. Das ist jetzt die... Stage 3 der US Speed Tour. Vorhin sind wir US Speed Tour gefahren, genau. Auf nach das ist Texas. Dann könnte es ja doch noch was werden. Ja, okay. Das ist schon mal bekannt. Wir verrecken hier auf der Karte. Da stottert schon. Ah, links, rechts, links, rechts, links, rechts. So, wo sind die Computer? Da gibt es keine Computer, oder? Oh ja, es sind nur wir. Was? Ah, Scheiße. Ja, genau. Wo ist denn die Vorgabe? Wir hätten mal die Zeit vielleicht checken sollen, wie schnell die Zeit sein muss. Der Barschle hier zum Weg, ne? Ja. Zum Weg. Nitro extra, ich mache extra langsam jetzt hier. Ja, okay. Also ich fahre vor dem Ziel. Kein Problem. Ich gucke mir auch die Strecke erst an. Ich glaube schon gar kein Nitro. Das ist gut, jetzt kann man schlagen. Genau, no, Boah, da geht. Oh ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die wollen hier, dass man einfach nicht an den Rand kommt, kann es sein? Das ist das so macht, das Ziel. Das machen die zwei hier mit Absicht. Weißt du, wir kriegen hier die drei Zylinder und die haben hier schöne V8 oder V12. Jetzt muss der Barclay auf uns warten. Das ist bei der Formel 1 damals. Da mussten wir von hinten starten, mit weißen Reifen nur fahren dürfen. Das nur mit drei Reifen anstatt mit vier, ne? Ja, ohne Lenkrad, schieben, kein Sprit. Ungefähr gleich. Ja, der hat auch Ferrari früher immer so gemacht. Die Vorjahresmotoren haben sie verkauft und die schnellen neuen haben sie selber gefahren. Ja. Kreisel kommt da mittendrin. Also nicht, oh. Ey, das sind aber echt immer lange Runden. Na, der ist schon viel weiter, der ist wieder. Ja. Beim nächsten Kreisel saß er. Ja, ja, genau. Der ist schon. Bei wie viel schon in der dritten Runde, der brundet uns gleich. Ja, da gab er 42% von dem Ding. Ja. Boah. Da gibt es so eine Möglichkeit, wie man schnell durch diese Schikanen durch kann. Ah, die müsst ihr treffen. Ja. Also wenn ihr in die 100.000er Ränge wollt, dann müsst ihr jede Schikane aufs Genaueste treffen. Das Gute ist aber, auf Stadia nicht, sondern wenn ihr in die Platin-Ränge auf den Konsolen wollt, und wenn es die 5.000er sind, ich sag's ja immer wieder, aber wenn ihr unter die besten 5.000 bei PlayStation kommen wollt, dann habt ihr nur eine Chance, wenn ihr nicht einmal an Rand hinkommt. Ich muss doch gar nicht in der PlayStation unter 5.000 kommen. Da reicht doch 11.000. Bitte? Da reicht doch 11.000. Ja, 11. Ja, aber nicht mal die 11.000, sage ich. Genau, es waren vorher, glaube ich, 3 oder 5. 3 waren es. Überall waren es 3.000, ja, es war überall gleich. Und jetzt haben wir die Arschkarte gezogen. Auf Stadia. Sie schenken uns ja hier nichts, ne? Also,
also noch paralleler kann man das fahren als mir gerade. Also ich fahre quasi in dir drin. Ja. Das ist cool. Aber nochmal, Barclay, nein, auch die 100 hier, die sind doch absolut fair. Du hast keine Chance, wenn du normal und fair und gut fährst, dann hast du trotzdem unter die besten 11.000 PlayStation keine Sonne. Das fahren so viele, da kommst du mit fair nicht durch. Also du musst da perfekte Runden fahren. Ich bin eine Nasenspitze vor dir. Jetzt bin ich wieder ein Stückchen vorne. Hast du eine PlayStation? Hast du das ausprobiert oder was? Weil du das nein. Ich sehe das ja bei den beide. Ich gucke mir da öfter mal so einen Streamer an oder ein paar, die den Summit aufhalten und die machen schon keinen Fehler. Ja. Und die wissen auch genau, wo du schlübbeln kannst. Die wissen genau, wo du abkürzen kannst. Und selbst die sind nicht auf Platz 1 nachher. Die sind auch irgendwo mittendrin. Jetzt musst du mal rechts vom Gas gehen, weil die beiden sind recht weit hinten. Ja. Und ich bin ja auch weit hinter dir. Mach langsam. Sonst kommen sie nicht ins Ziel. Ich habe die Kurve besser gekriegt, aber doch nicht. Weil ich habe 41 Sekunden Rückstand von dir. Boah, weißt du. Achso, ich bin eine Minute vorne, ja. Ist mir gerade eingeblendet worden. Warte mal, eine Minute 6. Dann ist das, ich bin 6 Minuten davor. Ja, du bist gleich im Ziel, 91%. Also ja, ich muss auf die Minute gehen, weil wenn ich 1 Minute 10 vorher bin, 1 Minute 10, jetzt bin ich bei 5,22, das heißt 6,30 ist wahrscheinlich die Vorgabezeit. Hau doch auf den Radar, das ist doch, wo wir alle rumfahren. Ja, aber ich muss die Vorgabe doch wissen. Ja, das mag sein. Also es gibt ja noch eine Vorgabezeit und die müsste bei 6,30 sein. Bei 3 okay. Ja, ich fahr durch, wir sehen das Ziel. Jetzt habt ihr es geschafft. Wer wird die Stage gewinnen? Und wer hat gewonnen, ist klar, ne? 6,30, sag ich doch! Hey. 6,30, okay. 6,30 wäre ich Rückgabe gewesen. Oh, alles Gold, wunderbar. Also das schafft man auch mit Leihautos, wenn man alleine fährt. Wenn nicht einer voll aufgemotzt ist und davon fährt, dann geht das. Ne? Also, oder wenn man im Team fährt, stimmt, dann langsamer machen. Wir hatten ja vor uns was anderes gefahren. Ich bin jetzt exakt Rang 50. Ja. 36. Jetzt kommt, jetzt machen wir nochmal Drift. Drift, komm. Oh Gott. Mein Hass-Ding. Keine Voreinschränkung, okay. Welches Auto soll man nehmen? Ich hab nur den Skyline. Ich nehme immer meinen Toyota, der ist super. Oder was? Das Toyota, glaube ich, ja. Der hieß nicht Toyota Supra, sondern so Toyota Supra. Toyota. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall den vom letzten Summit nehme ich nicht. So, ich nehme mal angemalten. Den mir der Cisco empfohlen hat. Genau. Den du empfohlen hast, empfehlen eigentlich alle großen Crew-Fahrer. Ja, ja, weil der einfacher ist. Ja. Steht auch da, Händling, leicht. Der RX-7. Hoppala. Dann ist aber drüben. Da kommt es ja nicht darauf an, wie schnell du um die Kurve fährst, sondern nur, dass du um die Kurve rutscht. Okay. RX-7. Aber wenn man es nicht kann, dann kann man es nicht machen. Ich hasse das auch, aber komischerweise, also ich habe jetzt das gemacht, ich habe mal Tipps gelesen, wie das geht. Immer stark lenken und Gas geben und bla bla, mal die Handbremse drücken. Aber was ich gemacht habe, bilde ich mir ein, das hat am allermeisten gebracht. Ich habe mal wirklich die Teile, die empfohlen haben, dieses Reifensymbol mit rutschig und noch irgendwas eingebaut. Ich habe bloß 4 Teile drin, aber das macht schon richtig viel aus. Dass die Karre jetzt richtig besser rutscht. Das rutscht doch schon mit Standardteilen, was willst du da noch mehr? Ja, ja. Aber der Punkt ist, rutschen ist gut, aber du darfst bloß an die Wand ballern. Das ist, glaube ich, immer noch das Wichtigste, weil dann geht dein Faktor wieder runter auf 0
Und dann gibt es keine Multiplikator. Der Multiplikator. Du musst so lange es geht diesen blöden Multiplikator halten. Genau. Dann kriegst du Punkte. Das dann, ist das Einzige. Dann sammelt die Punkte richtig hoch. Ich denke eh bloß von Kurve zu Kurve. Weil ich Kurven hier ohne Antworten kriege ich nicht. Bist du dabei? 15.000. 15.000 ist schon besser, wie ich angefangen habe. Da habe ich 2.000 und 3.000 bloß geschafft. Bin ich bei weitem. Oh, und dann habe ich mal diesen X-Type genommen, den RX-7, und seitdem easy. Habe ich die Vorgabe erfüllt? Oh, 130.000 Punkte. Nee, ich habe zu wenig. Aber warum? 17.000. Ich versteh's gar nicht. Also ich versteh's nicht. Ich war gerade knapp vor dem Ende, hab die Vorgabe nicht erfüllt gehabt, dann hat er gesagt, und jetzt Vorgabe erfüllt, und plötzlich schnellt das Ding ums Doppelte hoch. Also ich hatte 120.000 und plötzlich jetzt fast 40. Komisch. Also ich verstehe die Zählweise überhaupt nicht. Na, dann am Schluss hast du nicht diesen mal 2 Multiplikator, wird doch da am Ende nochmal gerechnet, ne? Ja eben, du hast doch Punktebrecher und so ein Kram drin. Ja. Nee, bei dem leider nicht. Da fehlt mir der Punktebrecher. Da fehlen mir, glaube ich, 2 Teile oder so, 2 goldene. Okay. Aber ich glaube, so viel Punkte hatte ich noch nie. 704.000 Punkte. Mal. Aber bei den Summit jetzt im Menü kann ich kein neues Auto kaufen, sehe ich das richtig? Im Summit im Menü doch, wenn du im Menü indirekt. Wenn du jetzt sagst, du gehst hier im Menü. Ja, so wie du mir gesagt hast, am Summit auf Start, wo ich dann die Performance-Teile auswechseln kann, da kann ich halt kein Auto kaufen. Doch, hier, wenn du jetzt im Summit-Menü bist, kannst du die Teile auswechseln. Und wenn du aber ein Auto kaufen willst, das geht in Anführungszeichen auch, wenn du jetzt hier zum Beispiel auf Alpha Grand Prix gehst und klickst einfach drauf, dann sagt er dir, dass du das Auto nicht besitzt, und dann wechselt er automatisch in den Bundle-Shop. Und da kann ich jetzt auch nochmal, weil ich will jetzt mal diesen RX-7 da noch, der wird ja nicht so teuer sein, denke ich mal. Nee, der war nicht. Der ist ganz billig, glaube ich, ja. Aber das ist für dich, für das. Aber ja, jetzt habe ich auch nur diese, oder? Dann hast du einen Filter drin, kann das sein? Nee, mir werden bloß diese Alpha-Autos angezeigt. Ja, dann hast du einen Filter drin, oder? Aber schon so festgelegt. Ach so, Land, okay. Oder warte mal, Stil, kann ich den Stil ändern? Nee, Sportwagen. Nee, das ist wirklich bloß für diese Dings. Nee, dann musst du wirklich in den Shop gehen. Ah, diese ganze Menü-Mist. Moment. Du bist jetzt auf der Rennstrecke. Jetzt denk mal logisch. Jetzt willst du ein Auto kaufen von Mazda. Da musst du natürlich ins Auto steigen, zum Mazda-Autohaus fahren und da das Auto aussuchen. Ist doch logisch. Das ist trotzdem ein Spiel. Ja. Aber davor musst du erst mit deiner Frau feilschen, ob du einen Mazda kaufen darfst. Ach ja, Katalog. Dodge Charger RT, den gibt's als Goldbelohnung. Den habe ich schon. Den gab's schon mal als Goldbelohnung. Ach so, den gab's schon mal. Ah, okay. Den stellt nichts Neues mehr ein. Dodge Challenger. Ja, den gibt's als Goldbelohnung. Also das heißt, die Platin-Belohnung hier bei dem ganzen Quatsch ist mal ziemlich Müll, und die Goldbelohnung ist für mich Müll. Ja. Was den RX7 Turbo habt ihr? Moment. Ja. Wie heißt der? Ach nee, das ist SR. Warte mal. Du musst schon Drift auswählen, ne? Ja. Das ist ein Driftcar RX. Was ist das für ein Ding? Mazda RX7 Drift Edition. Mhm. 2002. Also schon ein Gebrauchtwagen. Ich habe einen McLaren Dodge Mazda. Mazda RX-7, ja, den habe ich. Was du mit Soll dem ich nicht... Ja, das ist der Beste. Was mit dem, was du natürlich beim Driften nie machen darfst, also Vollgas darfst du nur geben, wenn du aus der Kurve rauskommst, ansonsten musst du immer so ein Halbgas halten, wenn du am Driften bist, weil sonst kommst du zu weit raus. Und dann dotzt du an, und dann sind die Punkte wieder auf den Arsch, oder der Multiplikator ist wieder weg. Okay. Auch wieder ein Ding, das geht mit Tastatur natürlich nicht. Da gibt es kein Halbgas. Ja, aber mit dem Controller schon. Ja, genau. Also ich fahre jetzt, komm, machen wir nochmal. Ich fahre jetzt eine Runde mit meinem Lamborghini, und irgendwann probiere ich es dann mal mit Mazda. Warten wir noch, dass der Mugen da seinen Mazda gekauft hat. Und Teile, die reinschrauben.
Ja, na, ein paar blaue, ein paar grüne, ne, hab ich. Hast du keine mit Reifensymbol irgendwas? Nee. Ich habe bloß gerade eine Handvoll gekriegt durch das Fertigfahren irgendwie. Ja. Ich habe keine große Auswahl. Okay, also keine Reifensymbole dabei. Weil die brauchst du hier bei jetzt, der Klasse. Nee, ich hab überall nur ein Teil. Ich könnte gar nicht auswählen. Ich kann bloß was Besseres reinhauen gerade. Okay, alles klar. Hätte ja sein können. Hätte. Genau. Fahrrad hätte. Ja, der Sonnbach sagt gerade auch, übrigens, ist der beste Auto. Mach beste. Weißt du? Ja. Sonnbach, weißt du bitte das falsche Video? Hallo? Also ja, nochmal alle zurück. Alle wieder zurück, was soll das? Alle wieder zurück. Sonnbach geht fremd. Wo, was war? Einladung schon geschickt? Nee. Ja, nee. Doch, ist jetzt. Habe ich verpennt. Ah, jetzt kommt was. Bei mir nicht? Kam keine? Kam nicht? Hab keine bekommen? Keine? Mir auch nicht. Nicht. Na, was ich immer schwierig finde, durch das ganze Bunte, siehst du diese bunte Einblendung, siehst du da auch manchmal gar nicht. Also die ist ja auch weiß auf hellgelb, die kann man ja kaum erkennen. Also gehen wir jetzt hier nochmal zurück zum Sammeln. Nochmal zurück, ja. Ich mache mal ein Slalom mit meinem Driftcar. Ich bin gerade zufällig hier beim Slalom gelandet. Das ist geil. Also jetzt kurz warten. Oh, bitte! Sagt Bescheid, wenn ihr wieder am Starten seid. Ja, ich warte. Wir warten kurz auf den Scooter, ne? Der ist jetzt beim Slalom. Nein, mach mal. Der Slalom ist ja gleich hoch. Nee, mach dein Slalom, der geht ja schnell. Das mache ich doch nur zum Spaß. Nicht, das ist, glaube ich, nicht der Summit-Slalom. Ich glaube, mit Driftauto, den Slalom, der ist ja für den Arsch, oder? Ja klar, natürlich. Aber ich habe ihn sogar geschafft. Ich habe ihn geschafft mit 800 Punkten über Wert. Also komm, lag mich ein. Ist gemacht. Habe ich bekommen. Jo. 876.000 Punkte habe ich. Bin momentan Rang 18, aber wenn ich ans letzte Mal denke, der Zombax hatte über 1 Million Punkte und ist aus Platin rausgerutscht, der ist am Schluss Platz 116 gewesen. Der Gizmodark muss ein bisschen angeben gerade, weil er hat mich, er sagt, er hat nur 150.000 Punkte bekommen, ohne Teile eingelöst. Ja, hoi, alles klar. Und schöne Grüße, sagt er. Ja. Achso, Ruben sagt schöne Grüße. Ja. Nee, Gizmodark nicht mehr spielen, weil dann sonst wird es für uns schwierig reinzukommen. Das macht der Gizmodark mit Absicht. Daraus, glaube ich, alle mit Absicht geedet, damit er ein paar ordentliche Gegner hier hat auf der Strecke. Ja, bei Drift habe ich. Das kann ich gar nicht. Drift ist absolut scheiße. Ah, der hat einen wesentlich engeren Wendekreis hier. Ab und zu, wenn du merkst, du wirst zu langsam, musst du halt mal ein bisschen Lachgas einsetzen, damit du nochmal einen Rutsch-Slide-Schub kriegst. Zu langsam. Oh ja, der macht dann auch die richtige Richtung. Ich bin jeder Kurve. Ah, bei mir hat er gerade, warte, ich kam aus dem Rutsch raus, ich war aber nicht langsam. Und da hat er aber gemeint, er sieht mir hier die Punkte ab. Ja, weil du zu lang gerade ausgefahren bist, sind wir nicht gerutscht. Ja, Mist. So, Punkte für den ersten Platz. Einfach geradeaus durchfahren. Nee. Oh. Ah, der Nogin liegt mir aber auch besser. Ich bin schon durch. Mit einmal, zweimal anstoßen jetzt. Mist. Wann ist man denn durch? Nach einer Zeit oder nach Runden? Ne, nach den Punkten oben. Du hast da oben die Punkte. Du musst 27.000 Punkte erreichen. Bin ich wieder angestoßen. Du kannst ja trotzdem weiterfahren, oder? Du kannst ja noch mehr machen. Nein, du musst. Also, wie Gizmodark, er hat 150.000. Also, du musst da schon ordentlich in die Punkte kommen. Oh, wenn du so fährst, natürlich nicht. Devil besiegt. Level besiegt, okay. Ja, immerhin. Ja. Ach so. Ja.
Der Kollege Devil hat das Rennen also auch schon absolviert, okay, und war in meiner Freundesliste, wird dann jetzt angezeigt. Finde ich aber auch witzig, weil der ist ja hier so streng mit Freundesliste anzeigen, weil das macht er ja überhaupt nicht im Stream. Und zwar auch so nicht, das wird ja immer... 103, okay, 103.000, auch nicht schlecht. Hole 27.000 und 25 habe ich, ja, super, das war nichts. Und trotzdem nicht mal im grünen Bereich, mit 100.000 Punkten. Also ich bin jetzt auf Platz 2 vorgerutscht hier, knapp hinter Gizmoduck. Was, wie viel hast du? 130.000 jetzt da hinten. Boah. Mit dem Mazda, oder? Mit dem Mazda. Also, ich habe zwei Fehler drin gehabt, leider. Oh, hier. Kann man ja nochmal angucken hier. Wo ist er denn, die Highscore? Kann man mit X nochmal anschauen. Ja. Ja. Oh, bin ich mal froh, dass du mal hinter mir bist, Mugen. Das sind 40 Jana, das ist, Driften ist nicht meins. Ja, meins auch nicht, das kann ich überhaupt nicht. 60.000 habe ich da, das ist so gut wie nix. Aber wenigstens habe ich... Das geht ja gar nicht. Nee. Das ist nicht also ich kann das Spiel, aber das kann ich. Was hat denn der Erste? Genau 650.000 hat der Erste. Ja, wunderbar. Okay, ich das bin kann genau ich nicht. Auf Rang 100. Ich bin genau der 100. gerade. ich habe genau Rang 100 inne. Und da wird so hochgesprungen auf Platin. Wie kann man hier auf Welt? Ah, da oben steht's. X drücken, einfach. Spielereinstufung bin ich 208, kann das, na, die 208 Spieler eingestuft. Wo sieht man seinen eigenen Rang da, den man hat? Wo jetzt, Gesamt oder pro Event? Gesamt. So, ah, 63. 63. Ja. Also müsstet ihr doch locker unter den besten 100 erst mal sein. Nein, es haben nur, schau mal, es sind 346 Spieler bis jetzt eingestuft. Beim letzten Event waren es 1.100 paar zerquetschte. War auch Free Weekend, oder? Ja, das war das Free Weekend. War das Free Weekend? 800, 900, das war maximal sein. Es waren immer über 1.000. Es waren immer um die 1.000 Spieler. Nee, Spiele. Waren noch nie über 1.000. Doch. Ich gucke es mir jede Woche an, es waren noch nie über 1.000. Letzte Woche waren es 1.000, vorletzte Woche waren es über 1.000. Ja, wegen dem Free Weekend. Aber davor noch nie. Also selten, vielleicht mal ab und zu haben wir an den 1.000 gekratzt, aber normal, wenn es 900 waren, waren es... Ihr kriegt gerade eine Einladung. Komm, das machen wir jetzt nochmal. Eine Einladung, jawohl. Ach, schon wieder. Machen wir jetzt nochmal. Ja. Ja. Kann man hier was Schönes fahren? Machen wir da im Anschluss. In 10 Minuten bin ich dann raus. Ja, Mugeln, okay. Jetzt bin ich morgen früh wieder in Englisch. Ja, klar. Ah, sind ja nur noch 2 Tage, dann sind Ferien. Oje, oje, oje. Bin schwer am Atmen gerade. Ja, aber ihr habt schon recht, der prallt wenigstens nicht dauernd in die Leitplanke ab. Jetzt aber. Nö. Warum hat er bei mir gerade dieses Geräusch gibt, wie wenn er die Punkte zählt? Nee, wenn's Bling macht, war das die Leitplanke. Ja, oder du bist zu lange gerade ausgefahren. Macht's Bling. Oh, also echt. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich war gerade mitten im Drift, weit weg von der Leitplanke. Ich hatte den Eindruck. Mist. Oh, er stoppt meinen Stream gerade. Wahrscheinlich sieht man's. Wobei ich finde, die Strecke, die ist eigentlich noch die schönste zum Driften. Ja, sehr groß. Alle anderen, die sind ja richtig kacke. Ja. Die ist richtig großzügig, das stimmt. Vor allem, das ist ja noch eine Rennstrecke, okay. Das ist ja richtig gut.
Was echt scheiße ist, ist durch die Städte driften. Da sind ja nur Mülleimer im Weg und Laternenmasten und bei jeder Berührung kommt irgendwas. Das nervt mich ja tierisch. Hier so Central Park und Co., das ist voll krass. Ja. Boah. Das ist schon wieder, ja, wieder an der gleichen Stelle. Ich hatte, okay, die Zeit ist um. 118.000, schade. Na, ich baue nochmal ein paar Teile an, bei dem Auto geht's. Geht doch wirklich besser. Der ist wenigstens nicht beim Beschleunigen sofort in der Leitplanke in der gegenüberliegenden. Ja. Wenn der mal greift. Jetzt hat er wunderbare Punkte gemacht, Sabalot. 150, okay. 84.000. 150 ist auch. Wie viel? Der Mugen, 84.000 hat er jetzt hier mal. Ja, der. Das ist okay. Das ist okay. Oh, die anderen 150 haben da ist 84 eine Blamage. Ja, aber für ein Ding, das du nicht magst und nicht kannst, ist das schon mal zumindest geschafft. Ist jetzt schon mal willst wichtig. Du noch mal driften? Wer? Nee, wieso? Du, Barclay, du hast eine Einladung geschickt. Ach, aus Versehen? Nee, abbrechen will ich nicht. Jetzt müssen wir noch mal fahren. Wollte ich jetzt nicht. Jetzt komme ich wenigstens unter die 100.000. Ah, dann ist Schluss. Ich habe aus Versehen gedrückt, das war keine Absicht. Gerade fest. Hä? Kann das sein? Fährst du in Cognito-Scooter? Ich habe keine Einladung bekommen. Warum? Wieso? Weil du bei mir nicht als online angezeigt wirst. Ja, grundsätzlich werde ich nicht bei Stadia online angezeigt, ja. Achso. So, jetzt aber noch was Besseres hinterknallen. Das ist, muss ja möglich sein. Was war da? Echt? Schon wieder. Okay, Leute. Ich wollte nicht. Ich habe aus Versehen A gedrückt, weil ich drücke halt immer einfach die Buttons. Wir sind gerade schon am Driften, ja. Ja, ja, kein Problem. Ich bin euch da nicht böse. Driften ist meine Hassdisziplin. Die muss ich nicht öfter fahren als nötig. Ja, was ich nicht mag, sind diese kleinen Mini-Boote. Ja, die sind extrem scheiße, die mag ich auch überhaupt nicht. Oder das Hochcraft, das ist genauso kacke. Da habe ich jetzt eins gefunden, mit dem es geht. Das sage ich aber lieber nicht. Da konnte ich jetzt richtig gut fahren mit dem Hovercraft. Ich war komplett überrascht. Da habe ich mal Geld investiert. Ja, da gibt es diesen Hovercraft, der ist schon okay. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Irgendwie so ein Speed Schwuppdiwupp Edition. Und der lenkt richtig gut. Der lenkt fast wie ein Auto. Weil dieses Anfänger-Hovercraft, das slidet ja nur links und rechts weg. Aber der hält relativ gut die Spur der Hovercraft. Da habe ich dann endlich mal meine Hovercraft-Events geschafft. Ist es ein Zunis? Auf jeden Fall. Das Schlimmste ist das, wo du wie ein Motorrad sitzt. Das, was ich habe. Wenn man es mal raus hat, finde ich, geht's, ne? Ich hab das nie raus. 18.000 Punkte. Ja, toll. 87. Ich bin zu früh hängen geblieben. Also wenn so richtig gut Punkte sahen es halt ab, wenn du einmal durchkommst, ohne ein einziges Mal hängen zu bleiben, dann machst du richtig toll Punkte. Ja. Deswegen ist das nicht unbedingt meine Disziplin, ganz ehrlich. Oh, der Mugen lacht schon so dreckig im Hintergrund. 147.000, ja, kommt schon hin hier langsam. Je öfter der das macht, desto besser wird er. Wo ist er denn hier, Platzierung weltweit? Oh, der ist aber knapp an mir dran. Ja, wirklich knapp. Ich bin ja, also wirklich nur... Ja, wobei, hä? Bestenliste? Ach so, ich gucke die ganze Zeit falsch. Da muss ich ihn gucken. 150. Oh, ja. Der Mugen hat mich erwischt. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin jetzt an einem Tor vorbeigefahren, okay? Ich verstehe es. Boah, aber
aber nicht vorher. Sag doch, gib dem Kerl kein Rennspiel. Ja, wenn ich mit, was hatte ich vor, 30.000 und es kommt jemand hier, boah, 150.000, ja, da ist der Ehrgeiz, geweckt. Ne? Also so viel besser sein darf keiner. Gut, damit kann ich jetzt aber auch beruhigt schlafen gehen. Ja, man soll aufhören, wenn es am besten ist, ne? Ja, genau. Dass man mit einem guten Gefühl aufhört, ja. Ja, sonst ja. Wälze ich mich wieder im Bett vor Ehrgeiz. Ja. Der trifft in die Sache im Bett. Ja. Ich gehe nochmal einen Kurs durch. So, was machen wir jetzt noch? Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Egal, irgendwas. Boah, danke. Jetzt bin ich gerade jetzt bin ich nur letzte Kurve, vorletzte Kurve. Ja, ja, machen wir. Slalom vom Summit. Ja, sehe ich. Den habt ihr ja schon durch. Ja. Oh, da lang. 26. Oh, sind wir 30.000, kriege ich nicht ganz hin. Aber das war wenigstens mal ohne Torfehler. Wo sind wir? 137.150. Also, es gibt übrigens maximal 155.000, also 147,8. Habe ich noch nie gehabt. Solche Zahlen kenne ich gar nicht. Ja, aber ich habe jetzt 150.000, das reicht mir. Ja. Das muss ich nicht noch machen. Okay, das reicht mir. Das würde mir auch reichen. Ja, aber das geht auch nur mit dem Punktebonus. Ohne den kommst du auch gar nicht hin. Ja. Da kommst du nicht mal an in die Gefilde. Und ich fahre nicht schnell. Ja. Das ist mein Ziel, dass ich jetzt hier irgendwie mir so ein Zeug dann immer hole für solche Sachen, Slalom und dies und das. So Punktebrecher-Set irgendwie langsam mal sammeln auch. Ja, den musst du lange zusammensammeln, so ist es. Ja. So, also, was machen wir noch? Mir glaube ich. Gut, aber ich melde mich jetzt ab. Hat Spaß gemacht. Jo. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo, Mugeln, ciao. 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 So, meinetwegen können wir ja mal New York fahren. Das ist mir ja auch egal. Oh Gott. Ja, dann meinetwegen gibt's Kohle. Fahren wir New York. Ich stelle mal meine Karre um auf hier. Ich habe eh nichts gescheites. Ehrlich? Also gut, eine Runde New York. So, jetzt muss ich erstmal die Karre checken. Aber dann. Und richtige Teile reinschmeißen. Ja, wie ist denn das jetzt mit eurem Stream Connect? Warte mal, der Tombakt könnte mitfahren. Der sehe ich gerade, der ist auch online, wenn er Bock hat. Könnte man mit einladen. Ja. Also, wir können es meinetwegen anschalten. Hä? Das ist mir egal. Der Scooter ist ja. Warte mal. Ach, der Mugen ist ja noch da. Okay, da müssen wir rausschmeißen. Ja, ich hab's nochmal. Geht das? Warte mal. Aus, Crew entfernen und rausgeschmissen. Der will nicht mehr mitfahren. Dann wird er rausgeschmissen. So, und dann laden wir mal den Zombax ein. So, bub. Einladen. Freulose Tomate brauchst du nicht einladen. Ja, da gibt's wenigstens Konkurrenz für den Scooter ein bisschen hier bei New York. Weil ich fahre ja nur hinterher. Mal schauen. Da ist ein DJ, der will jetzt auch den Slalom fahren. Ah, da ist er ja, okay. Der Tombax. Hallo, guten Abend, grüß dich. Tombax ist der Crew beigetreten, ja, hallo. Tombax könnte auch in den Discord kommen, oder? Ja, das macht er schon. Der ist schon. Ist er schon. Ah, jetzt. Ja, jetzt. So, eine Modell New York, ja. Genau, deine Lieblingsstrecke. Ah, Gott sei Dank, aufschwer bitte. Was, Discord Stream Connect eingeschaltet? Ja. Sagt man, bei dir raucht das immer ab? Ja, ich bin jetzt runter auf HD, also ich hoffe, dass das wirklich daran liegt. Okay. So. Ich meine, mein Stream ist eh HD, macht auch keinen Unterschied. Okay. Wie hast du das gemacht? Erzähl mal ganz kurz für die unzähligen Zuschauer unter uns, also für mich, du guckst es gerade am TV, oder? Du spielst am TV. Am Monitor. Oder also ich spiele über einen Chromecast. Chromecast ist am Monitor angeschlossen und mit einem Splitter tue ich das Ganze mit der Capture Card auf den Laptop ziehen und dann streamen.
jetzt verstehe ich. Okay, also genau. Voll professionell. Dann kackt es bei dir im. Wie kannst du dem Chromecast sagen, er soll jetzt nur noch in HD streamen? Das ist ja das gleiche wie im TV. Ja, wie machst du das? Ich tue ja einfach die Qualität vom Spiel runterschrauben. Also sprich, anstatt in 4K tue ich eigentlich den Stream mir selber nur noch in HD wiedergeben. Aber das Spiel kann ja sowieso kein 4K. Das Spiel kann eh kein 4K, darum ist es ja wurscht. Ja. Du meinst also deinen Upload-Stream zu YouTube? Nein? Nein, mein Upload-Stream zu YouTube, der ist auch nur HD. Und welchen hast du jetzt runtergeschraubt? Im Spiel kannst du nämlich gar nicht die Qualität verbessern. Doch, du kannst einfach hergehen. Normalerweise ist bei mir in der Grundeinstellung. Ja, das Spiel ist ja scheiße in 4K halt. Hab ich immer 4K drin. Schmiert ja ab nur. Genau. Und da bin ich jetzt bei der Auflösung runter auf HD, dass ich in der Hoffnung, ich habe weniger Probleme. Ob das stimmt oder nicht, find mal raus. Nochmal, aber hier bei Grafik kann ich das doch nicht verstellen. Hier, guck mal, du siehst ja meine Anschläge. Stadia-Menü. Ich bin drinnen, aber bei Stadia-Menü. Genau. Da kannst du auch Stadia oder in Full HD stellen. Shift-Tab auf dem PC oder auf dem Stadia-Button. Genau. Jetzt. Okay. Da kannst du es runterstellen. Und dann hast du eigentlich also angeblich weniger Probleme. Okay, alles klar. Gut, also komm, eine Runde New York. Oh ja, Teile noch einbauen, oder? Ja, ich baue dann noch Teile ein. Ich fahre wieder mit dem. Das ist irgendwie mein Liebling mittlerweile. Ferrari, oder? Ja, der Ferrari. Der schöne F40. So, der Enzo. Enzo, Entschuldigung, das war eher die Vorlage von der F40. Ich habe mal den F40 live gesehen, das ist aber schon Jahrzehnte her. War auch schon ein schönes Auto. Naja, für mich ist das nur der 430 der schönste von allen. Wo leider nicht dabei ist. Ja. Der 430, sonst kein anderer Ferrari. Die Bugattis liegen mir eigentlich auch. Ich könnte mal wieder Bugatti fahren. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr so wirklich auf Sportsemmeln steht, ne? Mal hier an die Côte d'Azur, Saint-Tropez, gemütlichen Kaffee schlürfen, der da irgendwie ein halbes Vermögen kostet. Und da fahren die Kisten eine nach der anderen vorbei. Ja. Das stimmt. Und vor den ganzen Yachten steht überall das Schild, bitte nicht füttern. Okay. Ja. Die Autos nicht füttern oder was? Nein, da haben ja die Superreichen dann auf ihre Yachten, ne? Und das ist wie im Zoo, ne? Also im Zoo sitzen da die Leute und gucken die Reichen so, die auf ihrem Schiff rumhocken. Also total absurd. Ja, ob die nichts Besseres zu tun hätten. Ja. Da geht's ums Pausen. So, wer startet denn jetzt da? Da. Scooter. Ja, Scooter, ja. Hast du auch schwer gestellt? Ja. Schnell, auf was? Ass. Auf schwer? Auf Ass. Ja, Ass. Also für euch sollte es ja kein Problem sein, die Abkürzungen zu fahren, oder? Also ich bin noch nie die Abkürzung gefahren. Ja, auch nicht. Kann ich mir nicht. Okay, dann ist das ideal. Dann machen wir jetzt eine kleine Abkürzungslehrstunde für alle an den Bildschirmen und für euch, weil ihr habt ja genau den Bildschirm. Das macht ja das Stream Connect so toll. Also. Ich kann nicht jederzeit da drauf schauen. Nein, ich sag's euch dann immer. Ich sag's euch dann immer. Aber ihr müsst bis zum zweiten Checkpoint jetzt fahren. Das geht erstmal geradeaus, sehr weit geradeaus. Dritter Checkpoint, da ist ja gleich der erste hier. Sicher, das Rennen. Bis zum dritten Checkpoint. Und dann sage ich euch, wie es weitergeht. Es sei denn, ihr seid vor mir. Oh, danke, ihr seid nämlich vor mir. Ja, wenn man so langsam fährt, wenn man so redet. Ja. Yeah. Wenn ihr mir die Strecke so frei räumt, wie ihr es getan habt, dann ist klar. Nämlich mir die Autos vor den Latz knallt. Ich hab nur einen rechts in die Mauer abbiegen sehen. So, ja, das war. Das hast du mir. Achso. Baum. Und mir hast du. Oh. Das ist natürlich der Nachteil. Also, was Platz.
Hier war der erste Checkpoint, den ich meinte. Es kommt der zweite, der kommt auf dieser langen Geraden. Und gleich hinter dem Checkpoint geht es links rauf in die Berge. Da fahrt ihr links rauf. Voll abbiegen. Fast voll abbiegen. Ah, nach dem zweiten Checkpoint. Genau, bei dem Checkpoint. Aber ich muss eh nochmal das Video von Zocker anschauen. Ganz in Ruhe. Und da hoch. Ja, der hat ein gutes Video gemacht darüber, genau. Aber da sind zwei, drei Abkürzungen dabei, die sind gut. Das habe ich auch gesehen. Er hat dann nochmal gesagt, zu zwei anderen, die sind ja, so mäßig. Finde ich jetzt auch nicht so ein bisschen prickelnd. Aber diese erste bringt am allermeisten. Und dann später im Spiel gibt es eine, die bringt gleich 3% auf einmal, also 3% von der Gesamtstrecke. Da springt der Zähler hoch und die ist natürlich immens. Ey, da bin ich eh gut. Ich war immer 35 Minuten, das war ein Mikrofon. Ja, klar. Und wir werden nicht auf den Zeitrekord gehen. Ja, war das krass, ne? Das waren wir beide, das ist ja schon mal durch, ne? Der einzige, der fehlt, ist, hä? Wo ist denn der Barclay? Was machst du? Hypercar ist nicht meine Disziplin, die kann ich überhaupt nicht. So. Ja, wobei, du musst diese Strecke schon kennen, dummerweise. Boah, und das dürfen keine Autos auf der Straße vor dir fahren. Das ist wie eine Notreife, man vergisst immer die Zeiten. Ja. Weil der zu lang ist, weißt du? Notreife, ja, die muss ich auch kennen. Und immer die, die es nicht kennen, die sind in einer Kurve, fliegen sie nach mehr. Da warten dann immer die Zuschauer, gell? Bei der Nordschleife. Da gibt es doch einen Punkt, wo die immer dran sitzen und sich nur das ganze Wochenende drüber freuen, über die, die im Graben liegen. Echt, hier sind nur Autos unterwegs. Was ist denn das für ein Verkehr? Aber den Verkehr ausfahren. Oh. Unglaublich. Cisco, wo ist das so? Dann nach der Stadt, da gibt es einen Kreisverkehr. Da könnt ihr fast geradeaus über den Kreisverkehr drüber, nicht durch die Bäume, durch die. Ja, und dann genau danach führt eine Strecke geradeaus weiter. Die Bots fahren alle geradeaus weiter. Ah, naja, die Bots, die KI fährt auch ab und zu mal die Abkürzung. Ja, nee, eigentlich nur die. Also die ab 10%, das nehmen auch ab und zu die KIs, das weiß ich. Ja, das ist die. Genau, das ist die einzige. Die nehmen sie. Die fahren auch geradeaus weiter, genau. Genau. Boah, das gibt's nicht. Mitten auf einer freien Straße gegen Verkehr. Jetzt kürzen schon die Bots ab? Nee. Doch, da schon. An einer Stelle. Genau, da fahren die geradeaus weiter. Der Zombax ist, glaube ich, relativ oft New York gefahren und du hast irgendwie gesagt, dass jetzt ab Season 3, wie die neu gekommen ist vor zwei Wochen, ist New York schwerer geworden, ne? Ja, so gefühlt halt. Ja. Die haben einmal, das haben sie mir einen Gefallen getan, bei New York, da haben sie einen Pfosten mitten aus der Straße gebaut. Gott sei Dank. Und zwar war es so, danke, der einzige Baum, der hier in der Nähe ist, den nehme ich mit. Da war später mal, ist auf einer ziemlich schnellen Strecke, kommt um eine leichte Kurve rum und genau in der Mitte steht ein Pfosten. Und der war den künstlich umrennen. Und das war ja schon der Horror. Und diesen einen Pfosten haben sie jetzt abgebaut. Was, der Glenn hat mich geholt, dieser Huren. Hier wird nicht geflucht. Ich hab nicht komplett ausgesagt. Sonst muss ich wieder rauspiepsen. Piep, piep, piep. Ich muss da rein bearbeiten. Aua. Ich
Hm, fahre ich schon ewig. Wir haben gerade noch 14%. Wo seid ihr? 15, 16, 13. Oh, ich gucke auf meine Straße nicht. Ich muss die Teile wieder in meinen McLaren einbauen. Das geht ja gar nicht. Was hast du? Nix mehr drin oder was hast du? Nein, ich habe jetzt den Bugatti halt. Oh. Der schwarze Bugatti ist nicht schlecht. Aber manchmal kommt auch der Heck mal raus, weißt du? Ein Divo ja, hast du gekauft, ne? Bugatti Divo. Genau. Herr Boot, das ist mein Liebling, der Kleine. Oh, das ist mein Lieblingsauto. Da fahre ich lieber den McLaren F1 halt, der alte. What? Mit dem bin ich früher in New York oft gefahren, aber mittlerweile finde ich den auch nicht. Ich suche keine Scheune. Also ich finde den am besten. Halt. Der McLaren ja. F1. Ja. Ah, hast du da findest du den Bugatti schwieriger. Echt? Da der ab und zu mal mit dem Heck ausspricht. Okay, nee, habe ich eher nicht den Eindruck. Ich habe nämlich den Eindruck, dass genau umgekehrt. Aber der Bugatti, der hat halt Vierradantrieb, habe ich vorhin schon gesagt. Und das, der Vierradantrieb, den merkst du unheimlich. Der McLaren hat ja Heckantrieb, also auch den BMW-Motor ja, genau. Drinnen. Aber mit dem kannst du doch besser fahren halt. Echt? Okay. Ich hab, oh, danke, wieder Gegenverkehr. Mit dem Divo habe ich die besten Zeiten in der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wie heißt denn die? Mitten, nee, hier. Die, wo du nur schnell fahren kannst mit Hypercar. Wie heißt denn die? Egoist, da müsste er noch schneller sein, ich weiß. Wie der Zuckermarke getestet hat. Ja. Scheiße, Bremsen, Kurve. Selbst wenn du ihn hardcore Bremsen drückst, geht er manchmal mit den Heck raus. Bis oh, das gibt's nicht. Boah, das ist nur ein Bus. Das, also, ey, das kann nicht sein. Ich habe immer den Eindruck, die KI, oder besser gesagt, dieses gesamte Spiel, die tut dir so eine halbe Sekunde oder noch schneller als du reagieren kannst, die Autos irgendwie hinter Kurven verbauen. Die weiß schon vorher, wo du lang fährst und dann die verteilt die Autos auf der Strecke so, wie du fährst. Möglich. So jetzt zumindest. Ja. Ganz fieses Programm, wenn ich mal. Also wenn sie es wollten, wenn sie es gemacht hätten, dann hat es echt gut gemacht. Hier gibt es eine Abkürzung, die ist bei 27%, da könnte man über so Bahnschienen fahren. Die fahre ich aber nie, ich fahre die ganz normale Strecke. Da habe ich mittlerweile auch für mich festgestellt, da bin ich weder schneller noch anders. Wenn du da nicht genau triffst, die Bahnschienen, und wenn du da die Abzweigung verpasst, das ist zu kritisch. Da fährst du die ganz normale Strecke, und vor allem, wenn du die ganz normale Strecke fährst, es sind sehr viele schnelle, gerade Teile hier. Und da holst du eigentlich gegen die KI am meisten Speed raus. Das ist nicht über die Kurven und gar nichts, sondern die fahren ja streng die Kurven und es sind auch, die fahren, die schlippeln ja auch nirgends. Ah, ich hasse diesen Heck. Wenn du lange gerade Strecken hast, bist du immer schneller. Und dann kommst du danach in diese Stadt. Oh, wo ich immer die Kurve verpasse. Bartel, das läuft bei uns zwei, ne? Ja, gell. Das ist gut. Ich dachte, Hypercar ist nicht meine Disziplin. Wir haben mich zweimal verfahren, das merkst du gleich. Ja, ich hab schon gewundert, wo du auf einmal hinfahren willst. So hast du dich verfahren. Ja, das ist Disco. Ja, aber da ist doch ein blauer Pfeil. Ich meine, ja. Muss ich ein bisschen nachgucken. Ja, ich guck da nicht immer drauf. Und das sind überall Autos im Weg. Das geht ja so ewig geradeaus, ne? Und dann da plötzlich links weg. Ja. Ah, da muss ich einen kleinen Blick auf die Minimap gucken. Ja, das habe ich auch schon immer. Eine Minimap immer ein bisschen spiegeln. Vor allem, du kannst ein bisschen ablesen, wie stark die nächste Kurve sein wird. Das ist unheimlich hilfreich, weil bei vielen musst du nicht bremsen. Das siehst du dann irgendwann schon.
Und bei einigen wie jetzt, bei der, wo ich bin, musst du extrem bremsen. Wenn du es nicht tust, landest du in der Pampa. Das ist nämlich, da kommt eine Kurve bei 34%. Ohne Geländer, ohne alles. Mitten geradeaus, das solltest du da nicht fahren. Es reichen aber auch schon bei einer leichten Linkskurve, wo eine kleine Brücke kommt. Und die Brücke ja. mit so einem Beton, wie sagt man, Leitplanke beginnt. Dann nehme ich garantiert den Anfang der Betonleitplanke mit. Also sprich, bleib stehen. Oh ja. Also kannst du sagen, die Vollbremsung, ne? Genau. Von, ja. von 350 auf 0 oder so. Notbremse. Notbremse. So, hier gibt es eine Abkürzung. Soll ich die fahren? Die bringt eigentlich nicht viel Geschwindigkeit. Komm, ich fahre sie mal. Die habe ich schon lange nicht mehr gefahren. Bei 36%, da geht es dann mitten hoch durch die Pampa. Hier, Mist. Guck, da muss ich auch den Anfang finden. Da kannst du dann... Oh, boah, Mist. Da kannst du, wenn du kannst... Ja, genau. Gab's doch früher mal diese Rennserie, wo die alle mit so bekloppten Autos rumgefahren sind. Wie hieß denn das wieder? Im Fernsehen. Manta oder was meinst du? Nicht Manta, das war so amerikanisch. Fast and Furious? Nein, das war Cannonball, meinst du, oder? Cannonball, genau. Cannonball, ja. Ja, das sind die Filme mit Burt Reynolds und den ganzen Starcast von damals. Hat man gar nicht. Irgendwie, das erinnert mich so ein bisschen dran, ne? Ja, das ist stimmt, da gebe ich dir recht, das ist so Cannonball. Da haben sie auch die besten, teuersten Autos und aufgemotztesten Schüsseln. Aber das waren ja nur Unikats, Duplikaten halt. Also keine Originals dann. Ist doch wurscht, es ging eigentlich um die lustigen Filme. Ob die Autos echt waren oder nicht, die sie da geschrottet haben, ist doch egal. Da bin ich nicht schneller. Da gibt's eine Möglichkeit, wie man hier hochschanzen kann. Guck, ihr seid auch schon bei 36%. Da holst du nicht viel raus bei der Abkürzung, die ich jetzt gerade gefahren bin. Du kannst aber, glaube ich, links auch noch hochschanzen. Ich habe 1% ab und zu mal hinter dir. 1-2%. Okay. Du bist ja oben 36, ich bin 41. Unten, irgendeiner ist im Wasser. Ja. Bei Bucky ist gerade nichts im. Ja. Oh. Abgeflogen und dann ewig dann durch die Luft geflogen und dann kam dann Wasser. Die Fliegen mussten weg. Ja. Ist euch das eigentlich schon mal aufgefallen, wenn ihr vor 20 Jahren mit dem Auto irgendwie 150 Kilometer gefahren seid, hattet ihr so viel Fliegendreck an der Scheibe, dass ihr nichts mehr gesehen habt? Mittlerweile könnt ihr 800 Kilometer fahren und es hängt vielleicht eine dran, ne? Das stimmt, ja. Könnte aber am CW-Wert liegen, oder? Nee, ich glaube, das Licht, es gibt einfach weniger Mucken. Insekten, ja, viel weniger. Ja, haben sie gesagt. Echt? Ja, klar. Ja. Du musst ja nur mal zurück, denke mal zurück vor 20 Jahren, wenn du mit dem Auto 50, 100 Kilometer gefahren bist, wie die Karre ausgeschaut hat. Und jetzt denke mal, wie es heute ist. Ja. Ja, ich kenne es doch. Ja, also früher hast du ja alle 150 Kilometer mit so einem Fliegenschwamm versucht, verzweifelt die Karre wieder sauber zu kriegen. Das hast du ja alles nur. Ja, das muss man bedenken, was hast du in die reinbrennen? Da kannst du gleich das Auto lackieren. Oh, das war nochmal knapp. So, Max, du warst vorhin auch 1% hinter mir, oder? Das heißt, das hat eigentlich gar nichts gebracht, wo ich diese Abkürzung jetzt gefahren bin. Kann das sein? Ja, ungefähr. Ich habe nicht so, erst nicht so komplett drauf geachtet. Ja, aber im Endeffekt, oh Mann, und jetzt bringt es mir natürlich, oh Gott, dieses Auto. Aber aber daran sieht man es ja eigentlich. Ich habe jetzt gar nichts rausgeholt, also nicht eklatant. Wenn ihr hier hochgefahren seid, bei 47% müsste. Weil ich finde auf der Mitte auf der Straße und da auf einmal 0. Was 0?
Leitplanke. Also die sind in der Mitte. Genau bei Tunnelausfahrt. Oh ja. Was genau, die Mitte ist hart. So, jetzt. Aha, nur Ausfahrt verpasst. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe gerade eben den Jeep über die Leitplanke geschmissen. Egal. Aber der hat es verdient, der hat meinen Kanal nicht abonniert. So. Du musst auch in deinem Real-Life-Auto deine Werbung dran packen. Hab ich. Hast du? Ja, mit dem fahre ich doch gerade. Nicht bei dem. Real-Life. Privaten Leben. Oh. Nicht abkürzen. Mit deiner Fleischwerbung. Ich glaube, der Einzige, der ja keine Schleichwerbung auf dem Auto hat, ist der Scooter. Ja, ist auch nicht mehr. Ja, ich fahre den klassisch in ganz klassischem Ferrari-Rot. Ohne Verzierung. Da ist auch keine Schleichwerbung mehr drauf, Cisco. Oder der Buckley. Nee. Ja, Buckley ab und zu mal. Na, aber nicht komplett der Name. Ja, Bugatti geht auch nicht bei dem hier. Aber ich weiß nicht, ob ich den länger fahren darf. Das war eine Fehlmodifikation. Da fährt sich der McLaren irgendwie angenehmer, gleich oder? Angenehmer einfach, ja. Der lenkt zwar ein bisschen blau, ja, aber ich weiß nicht. Der alte, Der meint den B1, der ist halt der. Den ich gewonnen habe, da fährt sich schon mal angenehmer, aber der hier, ich weiß nicht. Den fahren zwar alle großen, ich sag mal, Streamer, den hier auch, den Laboteur. Er ist halt, liegt an Darm. Aber dein Nissan, der fährt sich auch schon gut bei Hypercar, finde ich. Ja, das in der Lenkung. Was für ein Nissan? Der von heute? Der von heute? Ja, bei Summit halt, der eine. Ja, boah, den habe ich ja gekauft. Ganz schlimm. Der hat aber schon eine gute Lenkung, sag ich mal. Da muss man sich doch aber mega dran gewöhnen. Ich glaube, ich habe einen Menschen überfahren. Hast du es mal geschafft? Nee, was? Ja. Nein, es hat mir den Dotz gemacht und ich habe es gespürt am Controller. Da stoppt gerade einer. Ich habe es auf Video. Ich habe nur ein Video online. Hast du das denn? Das ist gut, wir sollten ja nicht über geklaute Autos sprechen, jetzt sprichst du über Menschen überfahren. Ja, der kann ja nichts dafür, der stand mitten auf der Straße. Was warst du im privaten Leben? Ja, auch einfach überfahren, oder? Ups, ja, da war ja auf einmal einer. Nur wenn sie Sonntags heißen. Oh, tatsächlich. Ups, da war jetzt ein Reh. Upsala. Ja, Reh, die springen auch zur Seite. Aber das ist eigentlich ganz gut gemacht in dem Spiel. Ja, Rehen, Bären, eine Hirsche, ja. Die ganzen Tiere halt. Ich glaube, die Menschen hier in diesem Spiel denken sich, der fährt so kacke, da schmalen wir ja gleich was auf. Da kann er, die können da nicht mal zuschauen. Gut, seit wann zockst du Open World Rennspiele? Du meinst ja gerade Zombax, ein Scooter. Ja. Ja, ne, Rennspiele, nur dieses. Das ist mir so arcade-mäßig. Ja, das ist mir arcade-mäßig. Das hat ganz recht, weil ich bin im Krüppel mit dem rechten Daumen. Und das heißt, ich kann nicht lenken mit dem Controller. Und das kann ich nicht. Und das brauche ich auch gar nicht probieren. Und gefühlvoll Gas geben kann ich auch nicht. Das heißt, bei dem Spiel hier, da muss ich ja nur hart einlenken und voll Gas geben. Und das liegt mir dann. Da habe ich mich dran gewöhnt. Das passt dann schon. Bis auf Driften, wo ich es dann nicht muss. Deswegen aber bin ich ja natürlich. Ist denn überhaupt der Entwickler Nacon mit Stadia verbunden?
Ja? Darko. Kann ich nicht helfen, das? Der tut ja auch Spiele zu herstellen. Die Controller und so weiter. Das ist eine Firma. Nack, Nack von NAG. CON heißen die, sind Japaner, genau. Glaube ich. Die haben mal Controller hergestellt. Schon für die PlayStation 1 okay. Und so weiter. Daher kommt das. Ja, die macht ja immer noch halt, aber nur weniger. Weil die tun ja auch Spiele entwickeln und die haben ja auch so ein Open World Rennspiel mit Casino und Häuser gestalten und so weiter. Aber mal abwarten, ob das für Stadia rauskommt. Glaube ich nicht. Ja, das ist ja von die Japaner oder sonst wen. Und das spielt ja auch in Hongkong halt. Kann nur Reisschüsseln. Sonst würde ich halt das für den PC holen. Ja, den zweiten Teil habe ich ja auch früher auf der Xbox gesuchtet halt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass erstmal der Bus-Simulator kommt. Oh ja. Darauf warten wir. Nicht nur der Bus. Oh ja. Da gibt es aber diesen ersten Truck-Simulator. Ja. Okay. Truck-Simulator habe ich ja am PC. Oder Farm-Simulator. Ja, nichts gegen den Truck-Simulator. Ein guter Freund von mir streamt den auch immer. Und es ist für den einfach tierisch entspannend, verstehst du? Der macht da richtige Touren, du musst dir planen, du kannst die auch komplett, ja, und der fährt die auch selber im Prinzip im Zeitraffer. Aber du fährst schon halt locker 3 bis 4 Stunden von Thessaloniki. Und das ist echt eine Entspannung. Also du fährst halt ja eh nur ab, ja. Die kommt nicht auf Konto oder auf die Cloud. Ja. Ja, das macht auch gar keinen Sinn, weil du musst da so viel modden, das ist ganz cool. Du kannst aber auch die Landschaft modden und das ist eigentlich ziemlich faszinierend, weil, oh jetzt, diese Kurve, okay, da kann man auch eine Abkürzung. Ich habe auch beide, Deutsches und Amerika. Ah, Amerika gibt's auch. Ja, okay. Das ist Amerika, das Truck Simulator, also, ich finde das auch interessanter. Halt. Okay, weil die Deutschen Trucks sind für mich nicht so das Wahre. Ja, und der europäische, sage ich jetzt mal, der ist eigentlich ganz cool, weil die haben den so gut gemoddet und da kann ich ja auch auf Stadia nichts modden, das ist ja klar. Aber die haben den so gut gemoddet, dass du eine super Landschaftsveränderungen hast. Also wenn du jetzt durch Italien fährst, das sieht wirklich cool aus, wie auf der Autostrada in Italia. Und wenn du nach Frankreich einfährst, dann sieht es wieder sehr französisch aus. Also die haben das richtig gut gemacht. Bei Amerika gibt es auch viele Mods halt drin. Ja, hast du da welche drin? Oder ich spiele aber fast ohne Mods halt. Einfach du spielst so. Ohne. Ich spiel ohne. Schön auf 4K und fertig. Ja, mein Kumpel hat sogar letztens einen Mod reingespielt, da hast du die jeweiligen sogar regionalen Radiosender drin. Das ist ziemlich cool. Also wenn du dann wirklich durch Frankreich fährst, dann hast du französisch. Boah, was fahr ich denn Schluss? Ich muss weniger labern, glaube ich. Oder ich glaube, mein Auto hört, dass ich laber. Normalerweise macht mir das gar nichts. Und jetzt gerade fährt er voll. Ich fahre den Stuhl zusammen. Aber auf jeden Fall, du hast regionale Radiosender, du hast dann auch eine Wetter-Mod-App, du hast, du hast eine Mod-App für mehr Verkehr oder weniger Verkehr. Eigentlich ist da relativ weniger Verkehr. Also relativ wenig. Ja, man kann ja auch den Verkehr generell ausschalten halt. Aber da wird es andere Umwegen halt. Da wird es ja noch langweiliger, das stimmt. Okay, aber das ist schon fett. Und letztens hat er gestreamt, dann schneidet dich halt kurz mal ein PKW vor dir. Das ist schon heftig. Also da kommen mal so unerwartete Herausforderungen. Ja, ich spiele aber generell momentan selten noch. Nur wenn ich halt drauf Lust habe. Also ich sehe das neue Form 1 für PC, wo ich mal anfangen muss, weiter. Ja, dann muss ich sagen, das finde ich schade, dass es das nicht versteht. Aber ja, ist halt so. Ist ja jetzt von EA halt, also, ja. Was gibt's nicht? Das ist nur Formel 1.
Ach, Formel 1, das neue? Ja, genau. Wird doch noch gar nicht besprochen, ob es das gibt oder nicht, oder doch? Nee, gibt es schon. Ich muss auch die Eltern dazu sagen, dass sie es bringen. Nee, das kommt nicht. Das ist ja schon draußen. Ach so, weil es EA ist, ja, okay, das verstehe ich. Aber nee, das war doch vorher von Gearsoft, wie heißt denn das? Codemasters war es davor. Ja, genau. Ja, von EA abgekauft. Ja, aber zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, vielleicht haben sie das damals schon noch gar nicht gewusst, dass sie von EA gekauft wurden. Und deswegen ist vielleicht ein Port doch noch drin. Bei Xbox wurde er auch zuerst kaufen und danach war auch EA schon interessiert. Bestimmt wie ein paar Lizenzen. Na, Mercos of Bayern ist interessiert, das war ja Rockstar. Rockstar war ja interessiert. Durch die Lizenzen bestimmt für das neue GTA-Spiel dann. Da kann man auch drüber fliegen, okay. Ja, vielleicht wollen die bei den GTA 6 schon die Autos reinbringen, statt wieder ihr eigene sonst was Autos. Aber jetzt überholen mich schon wieder alle, Frankfurt. Ja, GTA ist für mich auch so ein Spiel, das ist so wie Assassin's Creed, das ist mir zu voluminös. Ja, man muss halt mögen halt. Ja, das ist wie Assassin's Creed, das ist einfach zu groß. Assassin's Creed ist dir zu groß? Ja. Okay, das ja, klar. Das mit Cyberpunk an, Disco. Ist auch etwas groß. Ja. Cyberpunk ist verheftig, das habe ich jetzt angefangen. Wow, danke. Cyberpunk habe ich angefangen, das ist richtig heftig. Groß. Also ich habe ja Cyberpunk auch gestartet, ich habe es bis zu dem Moment gespielt, als es eigentlich erst richtig losging, aber da waren es schon einfach 10, 12, 13 Stunden, ne? Wo es dann erstmal losging und dann war es bei mir schon drin. Ja, ich war nur maximal 2 Stunden drin, ich muss mal am PC nur starten. Für so ein Spiel musst du ja dann halt irgendwie 60, 70, 80, 90 Stunden aufbringen, irgendwie. Ja, das hast du überall bei solchen Mammut-Games. Ja. Die Zeit haben. Cyberpunk ist halt ein mega Film, der vor einem abläuft. Das finde ich so geil. Also ich finde auch gar nicht viel. Also bei Assassin's Creed fand ich mehr Odyssey und Origin am besten. Das war nicht mehr so. Bei Valhalla war ich nur 60 Stunden ungefähr drin. Und hatte keine Lust mehr weiter zu spielen halt. Oh, fahr ich gerade wieder mitten durch die Pampa. Wie machen wir das? Einer muss gewinnen, oder? Hey, warum ist der Glenn vor dir? Also einer. Der müsste überholen, ich bin zu oft daher angeschlagen beim Reden. Okay. Oh, aber ich hab's dann wieder ein bisschen aufgeholt. Wow. Ich kann mit den Partien nicht umgehen. Also die eine Abkürzung, die ich gerade gefunden bin, die kommt bei 83%. Da musst du jetzt nach der Kurve müsstest du rechts rausfahren. Aber das ist, naja, die ist schwierig zu finden, wenn du den Dame hättest rausfahren müssen. Und dann mitten durch die Pinker und einmal runterschließen. Und dann überspringst du 3 ganze Prozent von dem ganzen Rennen. Die hat schon in sich. Ich komme mit dem Bukatti überhaupt nicht klar. Bei 83% sagst du? Ja. Oh. Bei genau 83, ja. Wo bist du gerade? Nee, du bist ja schon. Nee. Ich bin gerade bei 83. Aber das Cisco ist gerade. Wo ist der? 83. Oh, das ist ja, so. Genau, langsam mal ein. Aber du warst komischerweise gerade nicht da, wo ich meinte. Nee, ich hab mit meinem Auge geguckt. Du warst da schon weiter. Ah, klar. 81 oder 83 wäre es gewesen, ich weiß es auch noch. Es war auf jeden Fall über 81 für die. Gibt's auch eine. Aber die müsst ihr euch mal angucken. Ich habe die auch bei einem Streamer angeguckt, der das ganz gut erklärt. Und ich guck mir den aber nicht mehr an. Er schaut nur mal den von Zocker an, sonst schaut er selten von anderen an.
Und der ist mir zu überheblich mittlerweile. Der hat es irgendwie komisch. Der Zocker macht für das Spiel gute Arbeit. Ja. Der Zocker gefällt mir gut, ja. Den habe ich auch abonniert und schauen wir da immer wieder mal die neuen Sachen von dem an. Ja, wie gesagt, aber ich kann ihn nicht mehr leiden. Weil der Zocker, oder? Ja, weil. Muss ja nicht jeden leiden können, aber der spricht, er war früher viel sympathischer und mittlerweile hat er meiner Ansicht nach jegliche Sympathie verloren, aber weil er es will. Also er ist zu überheblich mittlerweile. Aber der macht ja gerne das gleiche wie noch wie früher, so wie sie. Nee, er macht's anders. Also egal. Auf jeden Fall die Erklärung, die er damals gemacht hat, das war gut. Und er hat auch damals gespielt, aber er ist mittlerweile nur noch, ja, er ist überheblich, auch seinen Leuten gegenüber. Ich habe ihn ein paar Mal angeguckt und dann hat er wirklich, also dermaßen hohl seine Gäste angelabert. Und er muss eigentlich, es sind alles Zuschauer. Und man muss sie nicht hohl anlabern, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Und das war völlig ohne Not. Und das hat mir überhaupt nicht behagt. Hä? Was macht der? Wieso parkt denn der hier mitten auf der Straße? Was parkt der hier? Der Bane. Rechts muss wieder ab. Ich darf bloß nicht mehr wieder der will was mich doch, der will mich doch nur wieder ärgern. Ja, der kann nicht wieder direkt hinter mir abfahren, Polo. Ich hab langsam mal im Ziel rein. 32, nicht meine beste Zeit. Das ist schon gestört. Du fährst hier am Rennen mitten durch die Pampa und komm. Und das irgendwie dreiviertel Stunde, das ist schon irgendwie. Ja, heftig, das ja. Fand ich am Anfang auch ziemlich krass, dieses Rennen. Ja. Aber jetzt später mal oder so ist es eine relativ sichere Nummer, wenn du die zweite Abkürzungen kennst und wenn du das Rennen einmal, ja, also ich bin jetzt vielleicht, keine Ahnung, ungelogen 20 Mal gefahren. Und nach 20 Mal kennst du dann wirklich auch jeden Baumstamm. Namentlich, so wie jeden Grashalm und jede Leitplanke. Ja, da warst du. Habe ich wahrscheinlich mit meiner Motorhaube in jeden Baumstamm schon mal meine Initialen reingeritzt. Oh Mann. So, jetzt waren wir schon sehr weit weg, hä? Da war mir einer auf dem Goldmetalle. Warum gibt's denn da nur Gold? Nee, nicht. Bei Schwer gibt's immer Gold. Nee, das ist erst seit keine Ahnung, Update so. Also da gab's nie nur Gold. Also bei Schwer hatte ich immer hier Gold. Nee, das ist was Neues. Ihr habt ja auch nur Gold bekommen. Natürlich. Das ist ja witzig, das wusste ich jetzt nicht. Gibt's da irgendwie eine Sonderedition gerade oder irgendeinen Sonderteil? Ja, keine Ahnung. Also vielleicht liegt's auch da drin, weil ich bin gerade mit Beutegräber gefahren. Ja, ich bin ja nur mit das und das letzte Flasche ist nur ein Fläschchen halt. Ja, guck mal. Ja, dir fehlt noch ein bisschen die Gräber für dich, aber ich hab kein Beutegräber. Nee. Ich hab ganz normal Nitro-Mischer, ja. Aber da kannst du nur Gold. Auch wenn ich zu meinem Lila oder sonst was drin habe, habe ich immer Gold gehabt. Bei Schwer fast. Du hast nie nur Goldene gehabt. Das war mal gemischt. Ja, 2, 3, 4 Goldene oder so, ja. Ganz genau, aber das ist ja ganz neu. Und ich habe ja auch nur Goldene bekommen und ich habe die Nitro-Mischer. Ich habe ja überhaupt nichts von Goldgräben drin oder so. Krass. Oh, Cisco, was soll jetzt denn McLaren, ha? Ja, den. Den habe ich schon länger, ja, aber den fahre ich nicht. Ich fahre immer mit dem Mann, mit dem Lamborghini. Okay. Das ist meiner. Den muss ich auch, den fahre ich gern, den Lamborghini. Der ist cool. Der McLaren, Ja. Du musst ja was machen. Fahrzeug. Der sieht so toll aus. Teile.
Also ich finde den optisch Hammer, den Lambo. Oh, also ohne die Beulen. Oh, das schöne McLaren. Ja. Schönen Orange. Ja, okay. Ja, man kann den auch verhunzen. Ja. Ich habe dir den klassischen Silber gehalten, weil ich glaube, es gibt, ihr kennt Mr. Bean, den Schauspieler ja, und den Action. Der hat ja einen Rucksack damit gehabt. Ja, ich glaube, der hat, ja genau, das kann sein. Und der, dem seine war ganz klassisch Silber. Der ist aber jeden Tag damit gefahren. Ich würde mal so schätzen, der Auto würde schon 20, 30 Millionen Euro wert sein momentan. Wenn du noch so einen finden würdest. Nö. Echt? Meinst du 20? Nö. Ganz. Wird das der von Mr. Beam? Wahrscheinlich nimmer. Ja, ja. Wenn sein Name in den Papieren steht, dann vielleicht. Das glaube ich. Weil aber die sind extrem limitiert, weißt du. Extrem limitiert. Ja, aber ich sage, seinen gibt es speziell nicht mehr. Der ist hier hinüber. Mhm. Hat ja, glaube ich, gegen Hauswand gesetzt oder so damals. Ja, kannst ja bei Wikipedia nachschauen. Die, von denen, wo der extrem selten nicht so viele gebaut hat. 102 oder 300 Stück halt. Aber ist cool, ja, das kann ich zumindest sagen, ist mein Hypercar hier voll aufgemutzt. Alles auf Gold. Ist doch schön. Ja. Ja, nicht nur alles auf Gold. Du kannst ja auch eine Serie bilden, oder nicht? Kriegst du keine hin? Ja, das habe ich noch nicht gerafft, wie das funktioniert. Oh, bin ich ehrlich. Da war nochmal 2-4 Runden in New York. Warte mal. Das Götter fährt schon, will ich stehen, bleiben stehen. Der Barclay tut gerade ausmisten. Guck mal, der Sand, was da kam, da kamen 3 goldene Teile. Krass. Aber was nimmt denn ihr da immer? Nimmt ihr das komische Fläschchen da immer oder was? Ja, also auch... Nitro halt? Ja, wenn du dieselbe Serie hast, das ist ganz wichtig. Erstmal ist am allerwichtigsten bei den Goldteilen das rechteste Symbol, das weiß unterlegte. Ja. Wenn du da dieselbe Serie hast, das ist wie bei Memory, ja, wenn du da die gleichen nimmst, dann hast du besondere Verdopplungen in bestimmten Feldern. Und zwar Verdopplungen bei Punkten, bei Punkte-Events oder Verdopplung beim Nitro-Effekt. Das ist, deswegen ist das immer entscheidendes Fläschchen, ja, wie der Sombeck sagt. Das ist dann der Nitro-Effekt, der verstärkt wird. Da hast du einfach doppelt so viel Nitro. Boost. Okay. Was ist der Kreis mit Bogen? Guck mal hier, ah, da habe ich gar keinen, den habe ich Punkt, geändert. Das ist der Punktebrecher, der Kreis mit dem Bogen. Ah, okay. Ja. Guck mal, dann läuft, bei mir läuft so ein komisches Leuchtglimmern durch. Das fängt jetzt links an. Ja. Und da läuft so ein Leuchtglimmern durch. Das bedeutet, ich habe den Set-Bonus voll und der steht auch fett hier unten jetzt. Set-Bonus, den Nitro-Mischer. Und je nachdem, welche Symbole du nimmst, bekommst du bessere Teile am Ende des Rennens, mehr Geld gibt es leider nicht, das ist das Blöde an der Sache. Das musst du woanders herholen. Ja, bei Goldpunkte halt verteilen. Und vor allem das Allerdümmste ist hier der Live-Belohnungs. Ja. Dann gehe ich hier mal nochmal raus und setze mir da auch das Fläschchen, das habe ich ja hier. Hier auf den. Ach, come on. Aparte, die Summit ist ab 5 Uhr zu Ende und ab 6 Uhr kannst du mit den neuen anfangen. Ach so, okay, deswegen. Alles klar. Es war heute früh schon drinnen. Ja. Ah, ich kann nicht um uns. Oh, das dauert noch bei mir, bis ich das voll kriege. Da fehlen mir noch Teile. Ja. Nee, du musst dann schon gucken, dass du in der Serie dasselbe zusammen hast. Und wenn du mal den Bobble da zusammen, diesen Ball, nenne ich ihn immer, wenn du den beieinander hast, das ist nämlich der Teile-Bonus Beutegräber, heißt der. Der Set-Bonus Beutegräber multipliziert die gewonnene Beute mit 2. Das heißt, wenn du da jetzt Goldteile vor dir hättest liegen gehabt, hättest du jetzt mit dem Beutegräber-Bonus doppelt so viele bekommen.
Und wenn du mal den beieinander hast, dann geht es relativ flott, dass du eben weiter Goldteile zusammenbekommst. Du kannst es aber nicht beeinflussen, sondern die kommen immer nur zufällig. Und da musst du halt gucken, dass du viele, 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 viele gewinnst, bis du das Set-Bonus voll hast. Oder und wenn du beim Summit halt. Beim Summit gewinnst du auch immer das komplette Set, ja. Außer du diesen Bonus, den wir jetzt heute gewonnen haben, der war auch ja, wieder wild gemischt. Halt. Zombax, den bekommst du hier bei Stufe 46 bei Hypercar. Gibt es Let's Farm New York, das Beutegräber-Set für Hypercar. Ja, da habe ich das gesehen, aber jetzt aber überleg mal. Also und das ist gratis, also das bekommt jeder. Man muss halt eigentlich, um das zu schaffen, muss man immer versuchen, hier oben beim Motorpass diese täglichen Herausforderungen zu machen. Fahr ein Rennen hier, ein Rennen dort, da bekommst du immer zwei Münzen. Und wenn du das fast jeden Tag machst, dann schaffst du es auch innerhalb von 41 Tagen, sind es noch, bis da hinten hinzukommen. Und dann bekommst du gratis das Ding theoretisch. Ja, ich habe da mir keine Mühe gegeben bisher. Ja. Weil ich habe auf den Motorpass nicht. Und da springt bei mir nichts rum. Da kriege ich jetzt mal hier 2000 CC-Dollar, keine Ahnung, was mal gratis, aber das war es auch schon. Ja. Der Rest ist für mich gesperrt, aber wenn du den Motorpass hast... Ja, ich habe mir den geholt Da könnte ich jetzt den Tracks and Fame bekommen. Okay, das habe ich aber eh schon. Naja, da gibt es ein bisschen Kohle. Das ist nicht schlecht. Und die Teile sind aber immer maxed out, das heißt, die sind noch höher maximiert, als man sich es zurecht kaufen könnte. Ja. Genau, ist noch ein bisschen besser, genau. Da habe ich das gesehen, Let's Fly New York. Aber das wundert mich. Also normalerweise gibt es nicht nur Goldteile bei New York. Aber irgendwas muss da Besonderes dran sein. Das muss irgendwie weg. Ich sag da mal Dankeschön, ich habe es gern genommen. Ja, klar. So ist ich beschwer mich da mal nicht. So. Mir fehlt aber hier jetzt noch eine Flasche hier. Nichtsdestotrotz beende ich jetzt mal meinen Stream. Jo, der läuft ist spät schon genug. Lang genug. Alter, da ist auch dein Stream offen, ich wusste ja nicht. Ja, der läuft schon jetzt seit über 3 Stunden und ja, ich würde sagen, das reicht. Das guckt ja uns nicht an. Weil drin, weil da mal euch gehört hat. Ja, ihr dürft euch nicht. Immer so schön wie bei Barclay. Was, wie bitte? Ihr dürft euch von meinem Stream auch mal verabschieden, das meine ich jetzt auch. Und tschüss, okay. Wir sind raus. Nächstes Mal wieder hier. Ciao dann. Bis dann. Munzer, wie bei dir, Buckley. Bin dann auch mal bei meinem Stream auch mal zu Ende. Hattest du auch Stream offen? Nein, ich nehme auf. Ach so. Wenn es nicht abbraucht am Schluss. Also dann. Ich mal schon, und tschüss. Alles live. Bei Buckley und Stadia.